Es ist Samstag, 13.50 Uhr und wir melden uns hier aus dem GP-Stadion am Hartwald. Meine Wenigkeit ist Jakob und ich begrüße euch hier beim Fußballradio Shell Sick. Und ich bin nicht alleine hier, denn ich bin heute hier mit unserem guten Chris. Hi Chris. Ja, guten Abend allerseits und herzlich willkommen bei Fußballradio Shell Sick zur Übertragung vom 8. Spieltag der 3. Liga. Sandhausen gegen Viktoria Köln, zwei Mannschaften, die am letzten Spieltag siegreich waren. Die Sandhäuser mit 2:1 beim SSV Jahn Regensburg und wir selber mit einem 2:0 gegen den MSV Duisburg. Demzufolge ein spannendes Aufeinandertreffen von einer Mannschaft, die letztes Jahr noch zweite Liga gespielt hat, gegen eine Mannschaft, die nächstes Jahr zweite Liga spielen wird. Da hört man sofort, da ist er angefixt hier. Ja. Man hat nämlich hier ein bisschen das Gefühl im alten Hartwaldstadion, dass die Sandhäuser uns vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Und vielleicht auch genau deswegen gerade in diesem Moment, wo ich das sage, die Musik so richtig aufdrehen. Wir sitzen richtig unterm Lautsprecher, wie ihr hören könnt. Aber es sind auch eine Viktoria-Leute mitgereist. Hier hinter Mannheim, hinter Heidelberg, wo Sandhausen liegt. Ja. Schauen wir einmal. Wo auch immer wir hier sind, genau. Irgendwo im Niemandsland zwischen... Wir schauen direkt mal auf die Aufstellung, denn wir haben nur noch wenige Minuten, bis hier das Spiel losgeht. Zwischen dem Tabellen 6. Viktoria und dem Tabellen 10. SV Sandhausen. Die Gastgeber spielen wie folgt. Zwischen den Pfosten steht die Nummer 1, Nikolai Rehnen. Davor eine Viererkette. Von links nach rechts ist es Jonas Weig auf der linken Verteidigerposition. Dann Innenverteidiger-Duo Tim Knipping und Max Geschwill. Und rechts im Verteidigungsbataillon steht Dennis Diekmeier, der Kapitän, der 33-Jährige. Dann eine Doppel-6, angeführt von Abu Beki Elsen und Alexander Mühling. Linkes Mittelfeld wird heute machen Tim Maciejewski. Und rechtes macht Sebastian Stolze. Und dann haben wir eine Doppelspitze, in der Ruven Hennings fehlt. Der Torschütze beim letzten Spiel gegen Jahn Regensburg ist heute erstmal auf der Bank. Nein, in diesem Sturmduo spielen heute Frank Ewina, der Deutsch-Kameruner, und David Otto, der Neuzugang von St. Pauli. Immer noch eine sehr kompatible Truppe, sage ich euch. Da sind einige mit dreistelligen Zahlen von Zweitliga-Bundesliga-Spielen. Also da muss die Viktoria sich heute warm anziehen, aber ich glaube, da haben wir die passende Antwort für. Oder was denkst du, Chris? Da gehe ich sehr stark von aus, dass Olaf Janssen sich da das Passende ausgedacht hat. Wir gucken mal an, wie er sich das vorstellt. Da haben wir im Tor nochmals Kevin Raoult, der das ja exzellent gemacht hat gegen den MSV Duisburg, als Stellvertreter für den nach wie vor verletzt ausfallenden Ben Voll. Dann haben wir eine Dreierkette mit links Chris Kreger, zentral Jeremias Lorch und rechts Michael Schulz. Dann haben wir ein Vierer-Mittelfeld. Ich glaube, in der Besetzung, die schon die komplette Saison durchspielt, links Niklas May, zentral Brian Henning und Stefano Russo, rechts Patrick Koronkiewicz. Offensiv kommen wir links über den Flügel mit Luca Masaila, zentral haben wir David Philipp und rechts begrüßen wir ganz herzlich zurück in der Mannschaft Doninho, Doni Bogicevic, verletzt gewesen, Gott sei Dank wieder da. Wir gucken auch noch mal ganz kurz, was auf der Bank bei uns vorhanden ist. Da haben wir Elias Börtner fürs Tor, Kubata, Fritz für die Abwehr, Sticker, Engelhardt, Handle, Demester und für die Spitze André Becker und Sokju Hong. Der, ja, das möchte ich noch mal kurz betonen, das 2:0 gegen den MSV Duisburg wirklich ganz herausragend vorbereitet hat. Das wird jetzt der Running Gag von dir. Ich war echt begeistert, also das war richtig gut. So, was kann man noch sagen? Der Schiedsrichter heute, das ist der 28-jährige Patrick Schwengers, ein Jurist aus Limburg, der seit dieser Saison Bundesliga pfeifen darf, es aber noch nicht getan hat. Er hat Sandhausen noch nie gepfiffen. Uns hat er 5-mal gepfiffen und das ist eine sehr interessante Bilanz, denn es waren 3 Heimspiele, die haben wir allesamt verloren und es waren 2 Auswärtsspiele und die haben wir beide gewonnen. Geil. Insofern ein super Omen eigentlich für heute. Letzte Saison war das ein 3-1 in Ingolstadt, kann ich mich erinnern, habe ich mit Besnik kommentiert. Und zu Hause 0:3 gegen den SC Freiburg, das war mit Abstand unser schlechtestes Saisonspiel. Das war wirklich, das war richtig, da waren wir einfach chancenlos, muss man ganz klar sagen. Mag es heute nicht so sein, hoffentlich. So sieht's aus. Genau. Wir haben hier perfektes Fußballwetter im GP-Stadion am Hartwald. Es ist leicht bewölkt, aber sehr viel blauer Himmel ist zu sehen bei angenehm 21 Grad. Und gerade hört ihr im Hintergrund die Vereinshymne der SVS-Supporter, die hier schwarze und weiße Fahnen schwenken. Und so kann man es machen. Hier bedankt sich gerade noch derjenige, der den Rasen sticht. Der hat anscheinend seinen eigenen kleinen Fanclub. Und dann sehen wir auch schon, dass die Ersatzbänke sich jetzt hier aufs Spielfeld bewegen. Die SVS-Ersatzspieler mit weißen Hosen und schwarzen Hemden, gefolgt von unseren in rot gekleideten Viktoria-Ersatzspielern in blauen kurzen Hosen.
gibt es kurz noch 10 Applaus für die Jungs, die wahrscheinlich die ersten Minuten noch nicht zum Zuge kommen werden. Da sehe ich jede Menge Leute, die noch jung sind. Und aus unserer U19 kommen wie Kubata, wie De Meester, wie Felix Engelhardt oder Sochu Heng oder Jonas Sticker. Also großes Wiedersehen hier auf unserer Ersatzbank von den jungen Spielern. Und ich glaube, wie immer ist auch Familie Sticker am Start. Die sind mir gerade unten noch begegnet. Natürlich alle mit den passenden Trikots mit 33 Sticker beflockt. Ich glaube, die sind bis jetzt bei jedem Spiel dabei gewesen, so wie ich das gehört habe. Auf jeden Fall. Ich glaube, die machen mehr Kilometer als unsere Allesfahrer bei der Viktoria. Und man muss auch sagen, zu Recht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir bei Jonas Sticker auch jemanden haben, der große Sprünge macht in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Den sehen wir auf jeden Fall früher oder später in der dritten Liga, da bin ich mir sicher. Ja, es gab ja schon den ersten Kurzeinsatz und ja, ich denke, darauf kann man aufbauen. Genau wie wir gerade sehen können, dass Luca De Meester auf unsere Bank zugelaufen kommt. Der hat jetzt schon 2 Kurzeinsätze, hat auch gegen Duisburg, finde ich, da gute Ansätze gezeigt. Und ja, das ist ja, was man auch im Interview mit Kevin Rauhut unter der Woche, was der Besnik geführt hat, im Höhenberger Fußballtalk gehört hat, dass für immer mehr Spieler diese Durchlässigkeit von der A-Jugend, von der U19 in unsere erste Mannschaft ein echtes Argument ist, zur Viktoria zu kommen, weil hier tatsächlich eine realistische Chance besteht auf Einsätze und man nicht dann automatisch auf dem Abstellgleis ist, sondern tatsächlich die Durchlässigkeit ist gegeben und die kann man nutzen, um tatsächlich hier was zu erreichen. Jetzt sehen wir gerade Stefan Küsters, unseren Teammanager, unseren sportlichen Leiter. Ja, hat sich extra einen Sakko geschmissen, damit er auch wirklich weiß, dass er hier der Leiter ist. Wollte gerade sagen, das sieht richtig schick aus. Ja. So, inzwischen betreten auch die Mannschaften und die Unparteiischen den Platz. Jetzt können wir das noch mal ein bisschen genauer sagen mit dem Farbenspiel. Sandhausen komplett in weiß mit schwarz getigerten, gestreiften Trikots, schwarzem Flock. Der Torhüter Nikolai Rehn in einem blassen Gelb. Viktoria komplett in dunkelblau, weißer Flock und Kevin Rauhut in einem Textmarker grün. Die Unparteiischen schwarze Hose, schwarze Stutzen, türkise Trikots. Die Einlaufkinder laufen gerade, oder sprinten kann man eigentlich schon sagen, vom Platz. Die Mannschaften laufen aneinander vorbei, klatschen einander ab, klatschen ebenso die Unparteiischen ab. Bedeutet also, gleich wird die Platzwahl erfolgen. Und dann werden wir sehen, wer hier in welche Richtung, warum und wie viele und so weiter und so fort spielt. Wie es losgehen wird, genau. Schulz steht jetzt da neben Patrick Schwengers, dem Unparteiischen. Schulz ist heute wieder mal unser Kapitän. Ja, wird sich abklatschen mit der Ex-Hamburger Legende Dennis Diekmeier. Ja, jetzt scheint es darum zu gehen, welche Münze wie gefallen ist. Aber anscheinend einigen sich das Dreiergespann des Unparteiischen und die beiden Kapitäne. Und es scheint keinen Platzwechsel zu geben. Somit die Viktoria zuerst mit den eigenen Fans im Rücken, aber auch der Unterstützerkurve des SVS im Rücken. Spielt von links nach rechts. Beide Mannschaften jetzt in einem Spielerkreis. Beide wissen, um was es geht. Es sieht zwar aus, als wäre es der 6. gegen den 10., aber in Wahrheit ist da nur ein Punkt Unterschied. Das kann heute eine Richtung Angebungssache sein. Und wir hoffen, dass es für die Viktoria nach oben geht weiter. So wie das bisher. Ist auch genau, was Olaf Janssen in der Coaching Zone angesprochen hat. Es sieht zwar so aus, okay, wir waren bis Mittwoch waren wir noch Vierter, dann sind zuerst die Dortmund 2 an uns vorbeigezogen, weil die das vorgezogene Spiel gegen Duisburg gewonnen haben. Gestern Abend ist dann Saarbrücken vorbeigezogen. Aber egal ob Vierter gegen Zehnter oder Sechster gegen Zehnter, es ist nur ein Punkt dazwischen. Die Leistungsdichte in unserer Liga ist so extrem eng. Ja. Und die Tabelle hat auch noch relativ wenig Aussagekraft. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über die schon geholten Punkte und dass wir so weit oben stehen und freuen uns, dass Patrick Schwengers die Partie jetzt gleich anstoßen wird sie der SV Sandhausen. In Form von David Otto, der da schon im Anstoßkreis steht und darauf wartet, endlich den Ball ins Spiel bringen zu dürfen. Schwengers korrigiert nochmal sein Hörgerät. Ja, wartet wahrscheinlich auf die Freigabe von Magenta. Ja, ist auch immer noch 13.59 Uhr. Ach, siehste. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ach, genau. Gut, dass du es sagst, wir bräuchten eine Uhr. Ne? Ich habe sie gerade schon hier angestellt. Ach, und jetzt läuft sie auch. Der SVS bringt den Ball ins Spiel in die eigene Hälfte und gibt den erstmal rechts raus zu Dennis Diekmeier. Der Kapitän bringt den zum Innenverteidiger Max Geschwill. Und der spielt weiter auf El Zain. Der Sechser spielt links rüber auf den linken Verteidiger Weik. Und der gibt zurück auf Tim Knipping. Und damit haben wir jetzt schon alle Abwehrverbundsspieler einmal kurz benannt vom SVS. Die werde ich heute noch häufiger mit ihrer Position angeben.
Auf jeden Fall kommt der Ball jetzt wieder rechts raus auf Dennis Diekmeyer. Der sieht Brian Henning vor sich und deswegen passt er wieder zurück zu seinem Innenverteidiger-Kollegen Geschwill, der wieder rüber zu seinem Innenverteidiger-Kollegen Knipping. Und der bewegt sich nach links, wo er an der Mittellinie Weik findet. Aber der spielt wieder zurück zu Knipping. Die Viktoria lässt sich etwas locken und kommt in die Hälfte des SVS. Wollen wir mal sehen, ob sie auch noch mehr draus machen können. Der Ball ist wieder auf der rechten Seite bei Diekmeyer. Der probiert jetzt mal den Ball nach vorne sehen und schon ist der Ball weg. Die Viktoria kann kontern. Das ist Luca Masaila auf der linken Seite. Setzt Brian Henning in Szene. Der steht an der 16er-Kante auf der linken Seite, dreht aber ab, gibt nochmal zurück. Gibt zu Niklas May, der auf Russo. Der spielt zurück auf Lorch, heute in der Innenverteidigung. Abgeklärt macht er das Spiel zu Außenverteidiger Kollegen Schulz. Der Kapitän spielt zurück auf Rauhut, der zwischen den Pfosten steht. Der spielt links raus auf Greger. Jetzt lassen sie den SVS gut laufen. Mittlerweile ist der Ball bei May. Und der schafft es, den langen, weiten Ball zu bringen auf Masaila. Der schafft es sogar, die Kugel zu verteidigen. Schießt jetzt einen vom SVS an und schon ist die Kugel weg. Das ist Otto. Der schiebt rechts raus auf Stolze. Stolze mit der Hereingabe, die ist gut. David Otto kriegt am Elfmeterpunkt die Hereingabe und nimmt den direkt Volley. Aber der geht auch weit übers Tor hinaus. Aber das war ein erstes Hallo-Wach-Signal hier in der zweiten Spielminute. Das waren auch mindestens 11 Meter übers Tor, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, die Abschlussposition, die war gefährlich. Und dass er da so frei zum Abschluss kommt, in Anführungsstrichen frei, ist jetzt auch nicht das beruhigendste Signal. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt zunächst mal das Spiel aufbauen. Michael Schulz steht bereit, um den Abschluss auszuführen. Spielt zunächst mal zentral auf Kevin Rauhut. Der ist im eigenen Fünfer. Die Sandhausener pressen hoch. Wir können uns da aber spielerisch befreien über May auf der linken Seite. Der spielt nach vorne auf Masaila. Masaila verlängert mit der Hacke. David Philipp versucht, den Ball zu erlaufen. Da war Knipping früher am Ball, schlägt den Ball weit. Der Ball ist jetzt von Greger zurück in unseren eigenen Strafraum gespielt worden. Rauhut spielt ihn zunächst mal raus auf Henning. Henning wird angelaufen, kann den Ballbesitz aber kontrollieren, indem er auf Russo gibt. Russo spielt rechts raus auf Donny Bogicevic. Der vermisste Spieler, der so bombenmäßig eingeschlagen hat zu Beginn der Saison bei der Viktoria. Jetzt haben wir einen Fehlpass erlebt und die Sandhausener mit dem schnellen Gegenzug. Das ist Maciejewski, der will querlegen. Aber da ist Michael Schulz zur Stelle. Der Konter kann direkt entschärft werden. Und vielleicht ist die Viktoria mit der Chance, das Spiel schnell zu machen. Nein, Brian Henning nimmt mit seiner ganzen Erfahrung, mit seiner Routine, nimmt er erstmal das Tempo raus, um den Spielaufbau zu beruhigen. Lorch, Greger. Oh. Und dann ein Lapsus von Russo, einen Fehlpass. Da kann Sebastian Stolze erlaufen, bringt die Flanke in den Strafraum von rechts. Da kann Russo aber dann seinen Fehler wieder gut machen, indem er klärt. Spielt auf Greger. Greger gibt den Ball dann zunächst mal raus auf Masaila. Der oben dribbelt und lässt Dennis Diekmeyer mal fast so alt aussehen, wie er tatsächlich ist. Der Ball kommt weiter auf David Philipp. Der ist jetzt schon an der Strafraumkante, dringt in den Strafraum ein auf der linken Seite, zieht einfach mal ab. Und Nikolai Rehnen, der in Köln geborene Schlussmann der Sandhäuser, kann da zunächst mal nur klatschen lassen. Der Ball landet jetzt im Seitenaus auf Höhe der Mittellinie. Einwurf für die Viktoria. Ey, das ist ja ein ganz schön flottes Spielchen hier, ne? Kein Klein-Klein, kein Abgetaste im Mittelfeld irgendwo. Es geht direkt in die Strafräume beider Mannschaften. Der Ball ist mittlerweile im Spiel in der Hälfte der Viktoria bei unserem linken Verteidiger Chris Greger. Der spielt zurück auf unseren Torhüter Rauhut. Rauhut spielt rechts raus auf Schulz. Der steht an seiner Eckfahne, spielt einen Langball. Aber der geht ins Aus und geht über unseren Trainer Olaf Jansen hinweg. Es gibt Einwurf. Aber Schiri sagt, da war noch einer dran, und zwar Frank Ewiner vom SVS. Und somit gibt es Einwurf für die Viktoria. Wieder hat Schulze an der Eckfahne den Ball. Spielt jetzt auf Korunkiewicz. Steht an der linken Auslinie. Oh, wird gefällt. Aber das war ein faires Einsteigen, sagt unparteiischer Schwengers. Und somit gibt es nur Einwurf für Korunkiewicz. Paco steht jetzt da. Unser rechter Verteidiger. Ja, Einwürfe von rechts sind immer Chefsache. Das sind ist gar immer, keine Frage. Ja, wirklich. Und er macht den weiten Einwurf, findet Philipp, der springt den Ball vom Fuße weg, aber Henning kann sich die Kugel holen, der ist jetzt mit Mühling im Zweikampf, Mühling gewinnt diesen Zweikampf, spielt auf Elzane. Elzane bringt den Ball erstmal in den Abwehrverbund, die spielen ihn aber direkt links raus auf Weik, der steht schon in der Hälfte der Viktoria, Ball wird aber über Elzane wieder zurückgespielt auf Knipping. Knipping, der Innenverteidiger, sieht keine Anspielstation und bringt den Ball deswegen zurück zum Schlussmann, zu Nikolai Rehnen, der auch mal ein Jahr bei der Fortuna gespielt hat. Der bringt den Ball wieder. Wo hat er gespielt? In der Südstadt. So. Der Ball ist jetzt wieder bei Knipping. Knipping überläuft
und kommt zumindest mal in die Hälfte der Viktoria. Sein Passversuch wird allerdings geblockt und geht ins Aus. Es gibt Einwurf für den SVS. Weik macht das Spiel zu Frank Evina, der zurück auf Weik, der zurück zu Frank Evina, der zurück auf Weik. Damit haben sie Paco Konkiewicz aussteigen lassen und das war ein Foul. Wird Weik bei seinem Abschluss, bei seinem Flankenversuch etwas gezogen, fällt dabei hin. Es gibt Freistoß. Den hat er aber sehr gewollt. Ja, den hat er gewollt. Ja. Linke Seite, 22 Meter Einwurf, Freistoß, Entschuldigung, für die Schwarz-Weißen, für die Gastgeber, für den SVS. Jo, da haben wir jetzt entweder Alex Mühling für die Ausführung oder Frank Evina. Evina wird es mit rechts mit Schnitt zum Tor hin machen. Alex Mühling wäre jetzt eher mit dem linken Fuß, also in der Position, um es mit dem linken Fuß zu machen. Wir haben eine Zwei-Mann-Mauer bestehend aus Niklas May und Luca Masaila. Kevin Rauhut dirigiert nochmal seine Vorderleute. Mühling täuscht an, dann schießt Evina, aber der Ball kommt flach. Kein Problem zunächst mal für Russo, zurück auf den Flügel zu klären. Da springt Evina unter dem Ball her. Masaila schießt den Ball deswegen erstmal hoch Richtung Mittelkreis. Philipp da im Zweikampf mit Weig, kann sich dann im Endeffekt nicht durchsetzen. Ja, macht es, der Ball macht wird es. Zurückgespielt und dann wollte David Philipp den erlaufen, aber Renen leider aufmerksam, kommt aus seinem Kasten, kann den Ball spielen. Der prallt jetzt ein bisschen hin und her zwischen beiden Parteien. Brian Henning verlängert ihn jetzt mal per Kopf in Richtung Mittellinie. Da können die Sandhäuser den Ball zunächst mal aufnehmen. Und das ist Aboubekir El Zain, der ja so der neueste heiße Scheiß hier in Sandhausen ist, kann man sagen. So das aktuelle Supertalent. Und er hat ein ganz starker Stolze auf dem Flügel. Lässt da Niklas May aussteigen, aber die Viktoria kann klären. Einwurf zunächst einmal von der rechten Seite der Sandhausener. Sandhausener oder Sandhäuser, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie man das... Die Jungs vom SVS haben jetzt auf jeden Fall einen Einwurf, ungefähr 10 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. Sie wirken sehr spritzig im Vorwärtsgang, setzen da unsere Viktoria gerne mal unter Druck, aber die kann zurzeit zumindest noch immer in höchster Instanz, in letzter Instanz klären. Jetzt mal sehen, das ist eine Sache für Diekmeier, der hat extra die Toblerone hier weggeschoben, damit er einen weiten Einwurf machen kann. Der kommt jetzt auch weit in den Strafraum der Viktoria, die direkt rausköpft und direkt Masaila findet. Und der macht Meter. Der ist jetzt schon nicht mehr in der Hälfte der Viktoria, sondern in der Hälfte der Sandhäuser. Der guckt jetzt, wo kann er den Ball hinbringen? Spielt ihn auf die Mitte zu Vogicevic, aber dem verspringt ein bisschen der Ball und kann deswegen geklärt werden. Es gibt Einwurf für den SVS. Sehr interessant gerade die Reaktion von beiden Trainern, denn beide haben geklatscht. Aber Dani Galm hat die Schiedsrichterentscheidung beklatscht oder entweder das Abwehrverhalten seiner eigenen Mannschaft. Und Olaf Janssen hat mehr so aus Protest sozusagen höhnisch ein bisschen geklatscht. Jetzt ist der Ball gerade bei Paco Korunkiewicz. Einwurf von der rechten Seite. Das sind so 20 Meter noch bis zur Eckfahne, also schon tief in der Hälfte des SVS. Sucht eine Anspielstation, entscheidet sich dann für Brian Henning, der per Brust wieder sofort ablegt auf Korunkiewicz. Der will den Ball schnell auf Bogicevic spielen. Fehlpass, aber den Pass der Sandhausener nach vorne, den kann Paco blocken. Die Viktoria konserviert zunächst mal den Ballbesitz in Form von Michael Schulz, jetzt wieder tief in der eigenen Hälfte, spielt zunächst mal nach vorne auf Stefano Russo, der gibt weiter auf Brian Henning. Auf dem rechten Flügel, langer Ball in die Mitte, da kollidieren die beiden Sandhausener Innenverteidiger, aber leider David Philipp in der Mitte, nicht in der Möglichkeit oder in der Position, da Kapital draus zu schlagen. Diekmeier macht jetzt Tempo über die rechte Sandhausener Seite, wird dann ein bisschen gerempelt von Masaila. Ja, meine Güte. Also Dennis Diekmeier ist 1,88 Meter. Luca Masaila ist an einem guten Tag 1,73 Meter. Ich verstehe nicht, wie der da mit 33 Jahren da so die Kontenance verlieren kann, dass er hinfällt. Aber so ist es geschehen. Es gibt Freistoß von der rechten, ja, von der rechten Seite kurz vor der Mittellinie in der Hälfte der Sandhäuser. Der Ball ist mittlerweile auf der linken Seite gelandet von der Viktoria in Form von Jonas Weik. Der Neuzugang von Stuttgart 2 muss allerdings abdrehen und spielt zurück zu Keeper Rehnen. Der schießt den Ball einfach mal weit weg. Frank Evina geht hoch, aber verliert das Kopfballduell gegen Schulz. Der Ball kommt zu Donny Bukicevic. Der lässt den ersten aussteigen. Weik ist somit hinter ihm. Oh, dann will er einen guten Pass spielen. Aber El Zain hat aufgepasst, verliert aber den Ball wieder an Bukicevic. Der ist auf der rechten Seite. Machen sie viel klein, nehmen sie Frank Evina aus, spielen den Ball auf Korunkiewicz und dann wieder zurück auf Russo. Der hat jetzt so richtig Platz, steht allerdings auch hinter allen Sandhäusern. Ja, die ziehen sich weit zurück, wenn wir den Ball haben, ne? Das fällt auf, finde ich. Ja. Jetzt kommt der Ball zu Schulz. Der findet Donny Bogicevic in der Hälfte der Sandhäuser. Schöner spielt einen Laufpass in den Strafraum. Bisschen zu steil. Zu Philipp, aber der war zu steil. Nikolai Rehn kann den Ball problemlos aufnehmen, hält ihn jetzt in der Hand an der Kante des eigenen 5-Meter-Raums, hat ihn jetzt vor sich geworfen.
führt ihn mit seinen schicken orangen Schuhen, spielt ihn dann weit nach vorne bis in den Mittelkreis. Da gewinnt aber Chris Greger das Kopfballduell gegen Tim Maciejewski. Der Ball titscht wieder ein bisschen hin und her zwischen beiden Parteien. Sebastian Stolze führt ihn jetzt gerade auf dem rechten Flügel, nimmt im Zentrum Alexander Mühling mit. Der geht weiter nach links auf Tim Knipping. Knipping überquert die Mittellinie, spielt auf den linken Flügel. Da ist Evinar. Evinar dribbelt Bogicevic aus, gibt dann nochmal in die Mitte auf Mühling, der versucht einen Pass auf Evinar und da kann die Viktoria aber klären. Evinar war da kurz davor im Strafraum den Ballbesitz für sich zu beanspruchen, was ihm aber nicht gelungen ist. Und jetzt haben wir einen Zweikampf von David Philipp und Aboubekir El Zain auf unserer rechten Abwehrseite gehabt, der damit endet, dass El Zain den Ball ins Seitenaus klärt. Einwurf für die Viktoria bereits ausgeführt, der Ball bei Michael Schulz, ganz im eigenen 16er, jetzt Chris Greger am Ball, nachdem Schulz ihm den Ball zugespielt hat. Da lauert David Otto, bekommt den Ball aber zunächst mal nicht, sondern die Viktoria weiterhin im Ballbesitz in Form von Michael Schulz. Da kommt Evinar angegrätscht, aber kein Problem. Dann Bogicevic ein bisschen leicht fertig mit dem Pass. Nee, das war kein Foul. Sehr gut. Leuch holt den Ball und gegen Tempo, Otto. Tempo. Und jetzt kommt der Ball zu Brian Henning und der hat so richtig Platz, überquert die Mittellinie, spielt jetzt den raus auf Niklas May. Das geht weiterhin sehr fix. Der spielt links raus auf Masaila. Masaila Diekmeier vor sich, lässt den aussteigen, dringt in den Strafraum ein, kann abschließen, schießt ab. Ja, kein Problem nicht für Rehnen, der wählt das kurze Eck. 12. Spielminute hier im Hartwaldstadion. Man kann sagen, ja, der erste Abschluss, die erste halbe Möglichkeit für uns zumindest. Saarbrücken hatte das, wieso will ich eigentlich immer Saarbrücken sagen? Das heißt Sandhausen. Sandhausen hatte das dicke Ding durch David Otto aus Elfmetern, Elfmeter übers Tor. Und jetzt haben sie Diekmeier, der auf der rechten Seite vollkommen blank ist. Da ist überhaupt niemand in seiner Nähe, weder in dunkelblau noch in weiß. Die Flanke in den Strafraum, aber überhaupt kein Problem für Jeremias Lorch herauszuklären. Zunächst mal Brian Henning lässt den Ball prallen. Da ist El Zain dann leider dazwischen und der kann nach rechts rausgeben auf Diekmeier, der allerdings zunächst mal die gemächlichere Aufbauvariante über Geschwill wehrt, der dann auf links auf Weig gibt. Dessen Flanke landet bei Otto. Otto lässt prallen auf Maciejewski. Maciejewski dribbelt sich an Freund und Feind vorbei, aber im Endeffekt die Viktoria siegreich. Oh, und dann bringt Diekmeier Luka Masaila zu Fall. Lamentiert Masaila mit einem super Spielzug. Also wie er da sofort sieht, oh, den Ball habe ich mir zu weit vorgelegt, den Ball werde ich verlieren. Dann spitzelt er den Ball noch am Gegenspieler vorbei, dass genau da, wo der Gegenspieler hintreten will, nur noch das Schienbein von Masaila ist. Und so bringt er diese eigentlich ziemlich gefährliche Situation sofort unter die Kontrolle, denn es gibt einen ruhenden Ball, einen Freistoß für die Viktoria. Der ist jetzt schon ausgeführt auf der rechten Seite. Das ist Paco Korunkiewicz, der überquert gerade die Mittellinie. Guckt, zweimal, dreimal. Wählt dann eine Version, die an El Zains Bein hängen bleibt. Und es gibt Einwurf für die Viktoria. Eine Sache für Paco. Der nimmt sich den Ball und wirft zu Verteidiger Schulz. Der Kapitän mit der Nummer 3. Der Hochgewachsene spielt jetzt zu seinem linken Verteidiger Chris Greger. Der findet Niklas May. Der spielt zu Brian Henning. Henning hat Platz. Wählt deswegen einen langen Diagonalball auf Korunkiewicz, aber Weig ist mit dem Kopf vorher dran. Die Kopfabwehr ist allerdings verbesserungswürdig und somit muss sein Innenverteidiger Kollege Max Geschwill eingreifen und den Ball wiederum zu Rehnen köpfen, der kann die Kugel aufnehmen, wirft jetzt ab zu Geschwill. Der spielt auf Diekmeier, der zurück auf Geschwill. Der Innenverteidiger spielt zu seinem Kollegen Knipping. Tim Knipping, Neuzugang von Dynamo Dresden, treibt den Ball jetzt auch schon über die Hälfte, über die Mittellinie hinaus. Wird jetzt angegangen von Philipp. Und deswegen probiert er einen Ball auf Maciejewski. Aber der spielt zurück auf Rehnen. Und somit gibt es eine weitere Welle. Diesmal von der rechten Seite. Diekmeier ist jetzt schon weit in der Hälfte der Viktoria. Probiert einen Steckpass. Der wird von Lorch abgefangen. Bisher makellose Partie von ihm. Und dann will Niklas May klären. Der Ball wird allerdings geblockt. Und somit gibt es Abstoß. Eine Sache für unseren Schlussmann oder für unseren Kapitän. Richtig, das überlegen die beiden sich noch und wahrscheinlich wird es wieder darauf hinauslaufen, dass Schulz den Ball kurz auf Rauhut zunächst mal spielt. So sieht es zumindest jetzt ganz aus hier in der 15. Spielminute. 0:0 zwischen dem SV Sandhausen und unserer Viktoria. Man kann sagen, ein guter Abschluss gab es auf unserer Seite, eine relativ dicke Chance für Sandhausen auf der anderen Seite, aber ansonsten ist das bis jetzt eine relativ ausgeglichene Partie. Jetzt der erneute Klein-Klein-Versuch von Viktoria. Erneut schaffen sie es da irgendwie rauszukommen. Ich kriege da jedes Mal Bauchschmerzen, wenn sie das machen. Aber wieder kann es nur per Foul gelöst werden, dass die Viktoria hier von einem Angriffsversuch abgebracht wird. Der Ball auf der linken Seite und da scheint sich Masaila verletzt zu haben. Der wurde auch ganz schön umgerannt, aber nein, es geht für ihn weiter. Er ist gegen die Werbebande geflogen. Noch Luka Masaila sind kaputt gegangen. Ich hätte gedacht, du sagst, er ist über die Toblerone geflogen, nachdem du das vorhin so schön gesagt hast. Er hat sich dahinter versteckt. Ja, oder so.
Ball ist mittlerweile wieder im Spiel, wird auf die rechte Abwehrseite gebracht, der Viktoria. Dort ist Schulz. Schulz mit einem langen Ball. Paco Koronkiewicz hat sich im Rücken davongeschlichen von Jonas Weig, kriegt den Ball noch vor der Torauslinie, spielt ihn zurück auf Donny Bogicevic. Der hat jetzt El Zain hinter sich, verliert den Ball allerdings an Weig. Weig heißt er, Entschuldigung. Aber der mit seinem Klärungsversuch bleibt hängen an Russo. Russo schlägt den Ball Richtung Tor, aber das ist kein Problem für Nikolai Rehn, den Schlussmann vom SVS. Ja, der hat seine Jugend bei der Arminia gehabt, die hat ja gestern ganz schön auf den Senkel bekommen. Oh, aber nicht zu knapp. Hier steht es noch 0-0, 16. Spielminute. Und wenn ich hier so rumgucke, also... den Leuten scheint zu gefallen, was sie hier sehen. Die in das GEP-Stadion in Hartfeld gekommen sind. Auch unsere knapp 100 mitgereisten Viktoria-Fans in Rot und Schwarz klar zu erkennen. Neben den weiß und schwarz gekleideten Sandhausern. Haben auch noch jede Menge Spaß und Schwenken fahren und trommeln. Der Ball mittlerweile wieder im Abwehrverbund des SVS. Rechts geht's raus zu Diekmeier. Der will die Mittellinie überqueren, wird aber geblockt von Henning und gibt deswegen zurück auf Geschwill. Der gibt zurück auf Knipping. Knipping wird angelaufen, spielt deswegen auf Weig, der einen No-Look-Pass als Laufpass spielt. Oh, und da hat Schulz gepennt, dass Otto noch an den Ball kommen kann. Ball kommt an Frank Evina, der legt ihn sich vor, der zieht mal ab. Und Raut klärt mit einer Faustabwehr, dass der Ball eigentlich schon fast zum Konter eingesetzt werden könnte. Aber der SHS jetzt mit dem zweiten Versuch auf Diekmeier, rechte Seite, er spielt die Flanke rein. Aber irgendwo hin, wo nicht mal Frank Evina hinkommt. Oh, und der haut jetzt einfach mal Paco Koronkiewicz um. Das gibt eigentlich nur Foul. 17. Spielminute, der SVS wird zwingender. Ja, die werden so ein bisschen galliger auf jeden Fall. Das merkt man jetzt auch daran, wie da Frank Evina in den Zweikampf gegangen ist. Deswegen aber jetzt zunächst mal Freistoß. Michael Schulz tief in der eigenen Hälfte auf der rechten Seite, korrigiert jetzt die Freistoßposition noch ein klein bisschen mehr in Richtung Zentrum, spielt den Ball dann kurz auf Jeremias Lorch. Der wird Kevin Rauhut anspielen, genau so ist es. Der Ball im eigenen Strafraum, Rauhut mit einem weiten Ball auf die linke Seite auf Niklas May. Der verlängert mit dem Kopf, suchte Luca Masaila, fand leider nur das Seitenaus. Einwurf für die Sandhausener. Diekmeier hat den bereits ausgeführt, genau auf Chris Kreger, aber dessen Pass landet bei Alexander Mühling. Der spielt weiter auf Evina. Evina kann den Ball nicht kontrollieren. Den geprallten Ball holt sich aber Abubekir El Zain. Der wird angegangen von Bogicevic, spielt deswegen weiter auf Mühling. Mühling auf die rechte Seite zu Diekmeier. Der wird angegangen von Niklas May. Der Zweikampf ist jetzt unentschieden. Diekmeier. Komm, Niklas. Ja, behauptet er den Ballbesitz, und aber kriegt auch den Einwurf. Einwurf für Niklas May. Ganz genau. Hat er sehr geschickt gemacht. Oh, Dennis Diekmeier mit Zeitspiel. Lässt hier zweimal Niklas May nicht zum. Was er schimpft und meckert, der Diekmeier. Und jetzt will er auch noch dem Linienrichter was erzählen. Also, ich finde, ne, der ist zwar 33 Jahre alt und klar, 203 Bundesligaspiele, 135 Zweitligaspiele. Ja, aber jetzt gibt es auch eine Ansage vom Schiri. Ja, finde ich auch. Da muss Patrick Schwengers auch mal sagen. Die sind hier diejenigen, die das Spiel leiten. Genau. Er darf nur mitmachen. Einwurf wird jetzt ausgeführt von der Viktoria, linke Seite. Ball kommt von Niklas May rein, geht an Masaila, der kann den Ball verarbeiten, will den Ball weiterziehen zu Philipp. Der verliert allerdings das Kopfballduell, aber der Ball nochmal heiß. Kann das hey! Ja, Philipp, verdammt, das ging jetzt ein bisschen schnell, aber lass es mich kurz fassen. Weig schafft das nicht, den Ball zu klären. Jetzt kriegt Masaila den Strafraum ein, Masaila schießt, Ball wird Rehn kriegt in letzter Instanz seine Pranke noch nach oben und lenkt diesen Ball über die Latte. Es gibt die erste Ecke des Spiels in der 19. Spielminute. Mega Parade von Nikolai Rehn, muss man sagen. Da hat Masaila wunderbar mit dem rechten Fuß das lange Eck anvisiert. Ja, der war jetzt nicht mega zentral, der Schuss, aber nichtsdestotrotz muss sich Rehn da ordentlich strecken und, wie du richtigerweise sagst, seine Pranke da zum Einsatz bringen. Deswegen jetzt Ecke für die Viktoria von der rechten Seite mit dem rechten Fuß. Donny Bogicevic, also entweder Schnitt vom Tor weg oder eine kurze Variante auf David Philipp. Für mich sieht das jetzt eher aus, als würde er Anlauf nehmen, um den Ball in den Strafraum zu bringen. Hebt jetzt die Hand, zwei Schritte Anlauf, der Ball kommt hoch in den Strafraum. Da steht Michael Schulz völlig frei, aber der Ball wird abgeblockt. Dann tritt El Zain über den Ball, aber Evina ist zur Stelle, geht weiter auf David Otto. Der Konter der Sandhausener läuft. Otto muss aber abbremsen. Wird dann ordentlich in die Ringkampfmangel von Michael Schulz genommen. Das war jetzt schon hart an der Grenze zur gelben Karte, würde ich sagen. Weil es war ein taktisches Foul. Es hätte eigentlich gelb geben können. Ganz genau, richtig. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, eigentlich war hier auch schon nicht mehr gegeben, dass es ein richtiger Konter war, weil sie davor auch schon die Zeit verschleppt haben. Somit steht es weiterhin hier in der 20. Minute 0-0. Und gelbe Karten gab es bisher auch noch nicht. Der Ball mittlerweile im Abwehrverbund von dem SVS. Der Kapitän Dennis Diekmeier ist hier an der rechten Seite der Abwehr mit dem Ball betraut. Jetzt spielt er auf Tim Knipping. Der wird angelaufen von Philipp. Knipping deswegen mit einem Ball zu Stolze. Der spielt wieder zurück auf Knipping. Knipping wird wieder angelaufen von Philipp. Das hatten wir doch alles schon. Der Ball kommt jetzt zu Mühling. Der mit einem Laufball auf Otto und Lorch.
gemeinsam Richtung Eckfahne. Lorch mit einem Hackentrick. Otto mit einem Hackentrick, den Lorch garantiert berührt hat. Der Ball geht so ins Tor aus. Der Schiedsrichter gespannt hat es nicht gesehen, deswegen hier auch die Pfiffe zu verstehen. Das hätte Ecke geben müssen, es gibt aber nur Abschluss. Der Ball auch schon wieder im Spiel, und zwar im Strafraum bei Schulz. Der jetzt mit einer langen Version Richtung Brian Henning. Aber der bleibt nur zweiter Sieger im Kopfballduell gegen Mühling. Aber, da hat Marseiler ein bisschen arg motiviert, wie er da in den Zweikampf gegangen ist gegen Max Geschwill. Der SVS kriegt den Ball nicht gut geklärt, deswegen gibt es halbhohe Bälle, die da in der Abwehr, im Abwehrbereich rumfliegen. Aber der Schiri sagt direkt hier, Betreuer brauchen nicht auf den Platz zu kommen, winkt direkt ab. Also die Linie des Schiris gefällt mir noch sehr gut. Also der macht englische Härte hier, aber wenn er es von Anfang an so macht, dann tut es mir eher um die Leute leid, die zart beseitigt sind hier auf dem Spielfeld. Und vor allen Dingen, wenn es auf beiden Seiten zum gleichen Teilen so gesehen wird, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja. Elsen führt den Ball jetzt gerade, spielt zunächst mal zurück in die eigene Viererkette. Tim Knipping führt den Ball dort gerade. Gemächlicher Spielaufbau, gibt den Ball auf Elsen, bekommt ihn unmittelbar zurück. Die beiden jetzt wie beim Ping-Pong nutzen die Mittellinie sozusagen als Netz. Aber schön gepresst jetzt von der Viktoria Bogicevic. Erobert den Ball, ist auf dem rechten Flügel, spielt dann ungenau in den Lauf von Alex Mühling. Und der kann jetzt Tempo machen in Richtung des Viktoria-Tors. Immer noch Mühling am Ball, wird überhaupt nicht richtig angegangen. Aber dieser Querpass von ihm, wo er David Otto, oder nein, es war Tim Maciejewski, gesucht hat, der ist komplett misslungen. Die Viktoria kann das relativ problemlos klären. Spielt sich jetzt gerade im eigenen Strafraum den Ball ein bisschen zu. Der Ball ist gerade bei Chris Greger, der mit einem weiten Ball in Richtung Mittelkreis. Da ist es Max Geschwill, der den Ball zunächst mal aufnimmt und dann den Zweikampf gegen Stefano Russo verliert. Ganz stark von Russo. Und jetzt Philipp gekontert. Mit Tempo schickt Luca Marseiler steil. Luca Marseiler ist im Strafraum und er zieht ganz knapp am Kasten vorbei. Riesenmöglichkeit für Luca Marseiler. Frei durch in Richtung des Kastens von Nikolai Rehnen. Zieht dann aus, ja, ich würde sagen 10, 11 Metern aus halblinker Position mit dem linken Fuß. Gefühlvoll will er den Ball neben den Pfosten setzen. Und tut das auch. Und tut es auch, aber leider auf die falsche Seite des Pfostens von uns aus gesehen, nämlich ins Tor aus. Aber schon wieder, der Aufbauversuch des SVS wird im Keimer steckt, denn Koronkiewicz holt sich die Kugel und will Philipp in Szene setzen, aber der Ball kann gerade noch so vom SVS geklärt werden. Somit kommt der Ball jetzt über die rechte Seite. Iwina hat sich fallen lassen, kriegt den Ball von Diekmeier, ist in der Hälfte des SVS, spielt jetzt zurück auf Mühling, der gibt zurück auf Geschwill und der spielt rüber zu Knipping, seinem Innenverteidigerkollegen. Knipping wird jetzt angelaufen von Philipp, deswegen probiert er einen langen, weiten Ball auf Weig, aber den erwischt Weig nicht. Der geht ins Tor aus, es gibt Abschlag für Rauhut. Tja, das war eine gute Aktion. Ich würde nicht sagen, dass es eine hundertprozentige war. Es war ein 1 gegen 1 und das hat eigentlich Marseiler auch super gemacht. Im Endeffekt fehlen da die berühmten Zentimeter. Ganz genau, und ja. Somit ist es, wie es ist. 23. Spielminute, immer noch 0-0. Aber jetzt ist wiederum die Waage ein wenig am Austarieren in Richtung von der Viktoria. Es gibt einen kurzen Abschlag natürlich, so wie stetig. Chris Greger kriegt den Ball von Schulz zugespielt, probiert eine lange Version zu Marseiler. Der verliert den Ball allerdings an Geschwill. Ja, der war aus. Ja. Der Ball war allerdings im Aus. Es gibt Einwurf, da ist sich Schwengers sicher. Keine genau. Sache für Niklas May auf der linken Seite in der Hälfte der Viktoria. Wirft zunächst mal zurück auf Chris Greger, der den Ball abstoppt und dann auch weiter zurückspielt in den eigenen 16er zu Kevin Rauhut. Der spielt auf Stefano Russo ins Zentrum. Russo gibt dann rechts raus auf Koronkiewicz. Der gibt erstmal wieder zurück auf Rauhut. Das ist sehr souverän, wie wir da den Ballbesitz behaupten. Die Sandhausener laufen sich da müde bei ihrem Pressing und kommen überhaupt nicht in die Nähe des Balls. Jetzt wird Greger gerade verfolgt von Iwina. Greger spielt zurück auf Rauhut. Rauhut dann raus auf May und Iwina hat ganz viele Körner verbrannt, ohne einmal auch nur die Nähe des Balls gesehen zu haben. Unser Ball nach vorne, der war allerdings dann relativ brotlos, denn der wird von den Sandhausenern sofort wieder zurück nach vorne gebracht. Diekmeier gerade auf der rechten Seite versucht eine Flanke, die endet direkt am Rücken von Niklas May. Der Ball prallt ins Seiten aus, demzufolge Einwurf für den SVS durch den 33-jährigen Dennis Diekmeier. Du hast es schon erwähnt, der vorhin noch versucht hat, hier die Regie über das Spielgeschehen selbst in die Hand zu nehmen. Jetzt da merkst du ja auch, der möchte das Spiel gerne so gestalten, wie er das möchte. Er schiebt auch jedes Mal Toblerone weg, als wären das die krassesten Einwürfe, die er jetzt bringt. Und dann sind es einfach nur so 5-Meter-Dinger. Mittlerweile der Ball eingeworfen und zurückgespielt zum Schlussmann vom SVS, zu Nikolai Rehnen, der Torhüter des SV Sandhausen. Jetzt mit dem Ball links raus auf Tim Knipping. Der wird angelaufen von Donny Bogicevic. Der Ball ist immer noch ein wenig am Kullern.
und deswegen schwer zu verarbeiten. Aber der Ball kommt zu Weik und Jonas Weik spielt zurück auf seinen Torwart Nikolai Rehnen. Der spielt jetzt rechts raus zum Kapitän Dennis Diekmeier. Dennis Diekmeier, der zündet den Turbo, möchte man meinen, für den 33-Jährigen. Guck mal an, genau. Bringt dann eine Hereingabe, die allerdings wieder abgefälscht wird. Die Viktoria kann den Ball aber auch nicht so richtig dingfest machen. Deswegen Jonas Weik jetzt mit dem Ballgewinn. Seine Hereingabe bringt auch nichts. Ball kann aufgenommen werden von Donny Bogicevic und der bringt ihn erstmal in den Abwehrverbund der Viktoria. Der Innenverteidiger und Kapitän Schulz hat jetzt den Ball vorm eigenen 16er, spielt auf Lorch. Lorch überlegt, was er macht. Na, der war nicht gut. Na, auf Donny Bogicevic will er spielen, aber El Zayn hat den Braten gerochen und bringt den Ball jetzt zum SVS. Jetzt hat Otto den Ball. Zentral, vorm 16er steht er, wird angelaufen von zwei Mann. Kann beide austanzen, schließt ab, aber schießt auch einige Meter vor das Tor. Und Kevin Raut kommt sofort raus und hilft Brian Henning aufzustehen und macht seine Jungs wach. Weil das, da hat er es auch gut gesehen, der Rauhut. Da haben sie gerade geschlafen, da haben sie gerade Otto. Völlig unnötiger Fehlpass von Jeremias Lorch. Ja, ja, und auch danach schaffen sie es zu zweit nicht, Otto vom Ball zu trennen. Und der hat am Schluss eine super Abschlusschance. Das hätte auch ganz anders kommen können. Absolut richtig, ja. Aber somit gibt es nur Abstoß. Der ist jetzt schon gemacht worden von Schulz. Rauhut hat den Ball, spielt ihn jetzt links raus auf Greger. Der spielt weiter links raus bis an die Torauslinie, bis an die Seitenauslinie zu Mai. Der dreht ab, spielt wieder auf Greger und der hat jetzt so richtig Platz. Der bedankt sich auch mit ein paar Klatschern bei seinem Kollegen Mai und spielt seinerseits auf Rauhut. Rauhut steht hier in der 27. Spielminute an seiner Strafraumkante, wird nicht angegangen. Ja, der SVS hat aufgehört, Körner zu verbrennen. Steht immer noch hoch, lässt sie aber jetzt erstmal kommen. Ball geht links raus zu Mai. Mai bewegt sich nach vorne, spielt auf Marseila. Der will einen Doppelpass mit Mai versuchen. Und zumindest holen sie einen Einwurf raus. Einwurf ungefähr 25 Meter von der linken Eckfahne entfernt in der Hälfte des SVS. Ball kommt rein zu Russo. Russo mit einem Chip auf Donny Bogicevic. Der ist frei im Strafraum. Oh, der legt nochmal zurück mit der Hacke. Und da ist gar keiner. Ja, er wollte das zu schön machen. Ja, vielleicht gibt es jetzt sogar einen Konterversuch. Das ist Otto. Aber der bleibt in der Grätsche von Russo hängen, kann aber dann noch den Ball behaupten. Und jetzt am dritten Mann, Lorch, da kann es dann endlich mal heißen, dass der der FC Viktoria den Ball ist. Denke ich. Aber Frank Ewiner kann sich an der rechten Seite durchsetzen. Oh, bleibt dann aber super hängen an Chris Greger, der jetzt im Lauf noch eine Grätsche hinterher von Greger. Super, wie er hier den Tempo. Und jetzt ist es Bogicevic, der überquert die Mittellinie. Der kann jetzt links rausspielen. Das tut er auch. Aber das kann Greger nicht. Aber das ist Chris Greger und nicht Marseiler. Also so schnell ist er jetzt auch nicht. Ganz genau, das war das Problem. Wenn da jetzt Marseiler oder Mai in der Position gewesen wären, die wären vielleicht noch an diesen Ball rangekommen. Der war eigentlich ja auch gar nicht so schlecht gespielt. Aber Chris Greger, auch wenn unser lieber Kollege Hendrik ihn mal Usain Bolt von Höhenberg nannte, den kriegt er dann doch, ehrlich gesagt, nicht erlaufen. Wahrscheinlich ist das mehr auf Usain Bolts aktuelle Sprintfähigkeiten noch bezogen gewesen, als auf die, die er mal hatte. Du, also ich will das nicht beschreien, ja. Ich glaube, wir beide verlieren immer noch den 60-Meter-Lauf gegen Chris Greger. So ist das nicht. Das ist mal gar keine Frage. Ball wird eingeworfen von Dennis Diekmeier. Der spielt auf Frank Iwina. Der verliert den Ball. Russo kann ihn aufnehmen, spielt ihn weiter an Henning. Henning vertändelt sich. Ball bleibt aber bei Russo und wird dann schön zurückgespielt auf Rauhut. Unser Schlussmann steht vor seinem 16er, spielt ab an Schulz. Schulz gibt rechts raus auf Paco Koronkiewicz. Der hat mal so richtig Platz, kann einfach ein paar Meter machen, Meter machen, Meter Tim machen. Geht Meter überhaupt machen. Keine an. Ja. Ja, spielt jetzt im richtigen Moment auf Philipp. Philipp dreht sich, ist an seinem Mandecker vorbei, verliert dann aber beim Passversuch die Pille. Und jetzt ist es El Zayn, der für den SVS den Ball rübertreibt. Frank Ewiner sucht, aber Ewiner bisher mit einem unglücklichen Auftritt. Guckt nicht in der richtigen Sekunde, als er sich gerade dreht und dann ist der Ball in seinem Rücken verschwunden. Er geht ins Seitenhaus. Es gibt Einwurf Mitte der Hälfte von der Viktoria, von der linken Seite. Eine Sache für Niklas Mai. Und man merkt, Ewiner, Stolze, Maciejewski, die drei, die rochieren ziemlich viel hinter Otto. Ja. Da ist mal eine auf der rechten Seite, dann ist der auch wieder auf der linken Seite, dann zentral. Also da ist relativ viel Bewegung und das ist natürlich schwierig für die Abwehr, sich da immer einzustellen, wenn immer jemand Neues auf dich angelaufen kommt. Dafür machen wir das bis jetzt richtig gut. Genau wie dieser Pass jetzt gerade richtig gut war von Stefano Russo auf Patrick Koronkiewicz, der auf dem rechten Flügel bereits die Mittellinie überquert hat. Dann aber zunächst nochmal auf Nummer sicher geht, zurückspielt auf Schulz in die eigene Hälfte. Schulz gibt weiter auf Lorch. Lorch wiederum in den Mittelkreis, in die gegnerische Hälfte auf Brian Henning. Henning dreht sich, spielt nach vorne auf Marseiler. Marseiler behauptet den Ball auf der linken Seite, geht weiter auf Mai. Mai auf dem linken Flügel, treibt den Ball in Richtung des Strafraums, spielt dann in die Mitte auf Philipp. Philipp lässt klatschen auf Henning. Henning wieder zurück auf Philipp. Philipp jetzt im Strafraum mit einer Abschlussmöglichkeit. Zieht einfach mal ab. Ja, warum denn nicht? Und der Schiedsrichter sagt, da war noch ein Sandhausener C oder ein Sandhausener H oder ein Sandhausener Atömli am Ball. Demzufolge gibt es jetzt Ecke für die Viktoria.
Von der rechten Seite Donny Bogicevic, wiederum derjenige, der es ausführen wird, mit dem rechten Fuß. Von der rechten Seite Schnitt also vom Tor weg. David Philipp käme auch noch wiederum sich anbieten, um kurz angespielt zu werden. Ja, aber achten wir diesmal bitte auf die Großen von uns, auf Schulz, auf Lorch, auf Greger. Zumindest Schulz und Lorch machen sich da einlaufbereit am zweiten Pfosten. Ah, jetzt kommt Greger auch noch dazu. Am zweiten Pfosten, da stehen die drei Riesen. Ball kommt rein, Ball kommt zum zweiten Pfosten, da wird hochgegangen. Greger mit dem Kopfball. Ach! Und da hat nicht viel gefehlt. Am langen Pfosten streift der Ball vorbei. Da hat nicht so viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt, ja. Und es ist die zweite Ecke. Und zweimal war es jetzt auch schon gefährlich nach Ecken. Also vielleicht ist der ruhende Ball heute unser Mittel zum Sieg. 31. Spielminute. Ja, ich glaube, der SV Sandhausen überlegt sich jetzt auch mal, die kurze Variante hinten rauszuspielen. Sieht ganz so aus, ja. Nur interessiert das bei der Viktoria nicht wirklich jemanden. Jetzt kommen sie angelaufen. Dennis Diekmeyer hat den Ball auf der rechten Seite. Probiert einen langen Ball zu spielen, der wird allerdings sofort von der Viktoria gestoppt. Jetzt kommt der Ball zu Niklas May, der wird dann gefällt. Brian Henning hört auf, Fußball zu spielen, nimmt die Arme hoch, sagt, das war ein Foul. Und Patrick Schwengers, der Unparteiische heute, sagt, na klar, es gibt Freistoß. 35 Meter von der linken Eckfahne des SVS entfernt ist das eine Sache für David Philipp. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob ich vielleicht recht behalten habe mit der ruhende Ball. Ist vielleicht hier ein Ding zum Erfolg. Philipp lässt sich hier gerade von Schwengers noch ein paar Regeln erklären. Ja, er soll den Ball noch einen Meter weiter hinten legen. Wieder machen sich unsere Großen am zweiten Pfosten bereit. Jetzt kommt der Ball rein an den Elfmeterpunkt. Zieh doch ab! Hereingabe ist gut. Oh, ja! Ja, Stefan Russo! Was ist hier denn los? 32. Spielminute, die Hereingabe kommt auf den Elfmeterpunkt, das kann auch weggeköpft werden, aber nur sehr, sehr knapp weggeköpft werden, und zwar direkt an den 16er, da steht Stefano Russo, lässt den Ball kurz abtropfen und dann gefühlvoll bringt er ihn im langen Eck unter, knapp am linken Pfosten vorbei, schlägt der Ball ein ins Netz, keine Chance für Schlussmann Nikolai Rehnen, es steht 0:1. Für die Viktoria. Vor allen Dingen möchte ich mal betonen, weil du ganz richtigerweise sagst, gefühlvoll, das war sein schwacher Fuß, mit dem er das gemacht hat. Stefano Russo ist Rechtsfuß und das hat er mal ganz eben, ganz locker leicht mit dem linken Fuß, hat er den da schön ins lange Eck geschlänzt. Also Riesenkompliment für Stefano Russo. Man muss dazu sagen, wir haben uns vorhin auf der Fahrt auch schon über ihn unterhalten und nur lobende Worte gefunden, wie hervorragend der sich bis jetzt hier eingefunden hat in dieser Mannschaft. Ganz herausragend. Und ja, jetzt krönt er seine richtig starke Saison bis jetzt mit seinem ersten Saisontreffer. Glückwunsch, Stefano Russo. Und die Viktoria geht direkt weiter. Donny Bogicevic kriegt einen schönen Laufpass, wird daran gezogen. Das muss der Schiedsrichter gesehen haben. Deswegen kriegt er es nicht verarbeitet. Das gibt hoffentlich im Nachhinein noch gelb. Aber er kann den Ball irgendwie behaupten. Bringt ihn jetzt links runter zu Niklas May. Ich würde gerne noch weiter in diesem Tor schwelgen, aber es geht einfach zu schnell hier vorbei. Chris Greger wird von zwei Leuten angelaufen. Ah, Russo, eine Körpertäuschung und hat zwei Mann gleich abgeschüttelt. Einer davon dreht gleich mal auf die andere Spielfeldhälfte ab. Gibt jetzt den Ball direkt sicher weiter an Schulz. 33. Spielminute, Ball wird links untergebracht in unserem Abwehrverband bei Greger. Der findet Henning. Henning hat auf der linken Seite richtig Platz. 20 Meter noch vom Tor entfernt, wird er jetzt angegangen, und zwar von Maschejewski. Oh, der tanzt mit dem Samba die ganze Nacht. Jetzt gibt er weiter an Russo. Oh, die Viktoria spielt zurzeit richtig schön. Russo gibt sicher zurück an Lorch, der spielt zurück auf Schulz. Unser Kapitän lässt den SVS richtig schön kommen, gibt dann ab auf Russo, der ist auf gleicher Höhe. Derweil hat sich Schulz fallen lassen, kriegt jetzt wieder den Ball. David Otto schluckt den Köder, verbrennt somit ein paar Körner, als er den anläuft. Aber natürlich ist der Ball schon weiter weg und geht jetzt auf die linke Seite zu Chris Greger. Ich möchte mich kurz selber loben und sagen, ja, Jakob, ruhende Bälle sind der Schlüssel zum Erfolg bei uns. Oh, korrekt, absolut, ja. Das ist vollkommen angebracht, genau wie auch das Lob Chris Greger gebührt für diesen weiten Ball, den er jetzt nach vorne spielt, denn der landet fast auf dem Kopf von David Philipp. Leider war Max Geschwill dann doch den einen oder anderen Kopf noch größer. Nichtsdestotrotz ist der Ball weiterhin in unseren Reihen, bis zu dem Moment, wo ich es sage, denn da ist Tim Knipping vor David Philipp am Ball. Philipp setzt nach. Ja, und dann entscheidet Schiedsrichter Schwengers auf Freistoß für die Sandhausener. Ganz knapp in unserer eigenen Hälfte, vielleicht 2 Meter entfernt von der Mittellinie, halbrechte Position. Dennis Diekmeyer wieder als Regisseur. Und ich glaube, es liegt daran, dass er schon mal Schauspielerfahrung gesammelt hat, dass er so gerne sich hier als Regisseur verdingt. Denn in einer Folge der ZDF-Serie Notruf Hafenkante, in der passenden Folge Die Nervensäge, hat er eine Gastrolle gespielt. So, ich habe jetzt die ganze Zeit schon darauf gewartet, dass ich das anbringen konnte. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist der einzige Stichpunkt, der hier auf deinem Zettel steht. So,
Brenen wird gefordert durch einen Rückpass und muss rauskommen, denn Masaila hatte das schon gerochen, geahnt und hatte Meter auf ihn zugemacht. Aber der Keeper des SVS schafft das abgeklärt mit seinen 26 Jahren gerade nochmal so zu verhindern. Dabei wird jetzt rechts rausgespielt auf Dennis Diekmeier, der ist schon weit in der Hälfte der Viktoria. Legt nochmal zurück auf Mühling. Mühling findet El Zayn, der mit einem schlechten Ball. Oh und ja, schon ist der Ball weg. Gugicevic spielt außer Philipp. Tempo von der Viktoria. David Philipp auf halb rechter Position. Zieht jetzt in die Mitte, um mit seinem linken Fuß abzuschießen. Spielt aber quer auf Masaila. Masaila ist frei. Ja! Masaila versenkt das Ding. 36. Minute. 2:0 für den FC Viktoria Köln. Ein astrein, blitzsauber ausgespielter Konter. Ganz stark von David Philipp. Auf halb rechter Seite setzt er sich da durch, zieht in die Mitte, um den Ball sich auf seinen linken Fuß zu legen, hat dann den Überblick, mit diesem linken Fuß abzuspielen auf Luca Masaila. Der ist dann in halblinker Position aus, sagen wir mal 8-9 Metern halblinks, vollkommen frei und macht es diesmal besser, als er es vorhin gemacht hat. Lässt nämlich Nikolai Rehn keine Chance und trifft den Ball diesmal so, dass er auf der richtigen Seite des Pfostens einschlägt, nämlich da, wo sich ein Netz hinter diesem Pfosten befindet. 36. Spielminute, ich wiederhole mich gerne nochmal, es steht 2:0 für Viktoria Köln und man hört hier auf der Tribüne durchaus den ein oder anderen unzufriedenen Zwischenruf. Ja, aber auch einige sehr, sehr glückliche in Rot und Schwarz gekleidete, nämlich im Gästeblock. Ja, aber du siehst auch durchaus schon die ein oder andere Hautfarbe. Ja, weil die ersten T-Shirts wurden bereits ausgezogen, das ist ein Zeichen, dass es hier heiß hergeht. Der Ball ist mittlerweile wieder im Spiel. Mühling hat den Ball am Anstoßkreis, 37. Spielminute, spielt den Ball rechts raus auf Dennis Diekmeier. Wie wird der SVS jetzt noch zurückkommen vor der Pause? Vorzugsweise gar nicht. Vorzugsweise. Oh, jetzt ein weiter Ball auf Frank Ewina und da muss Raoul rauskommen. Und Kevin Raoul mit all seiner Erfahrung pflückt diesen Ball aus der Luft. Wie hat das so schön in dem, ich weiß nicht, ob du es dir auch angehört hast, das Interview, was Wessling mit ihm geführt hat, aber wie hat es so schön gesagt, wie er es mit Tigerkraft besprochen hat, die einfachen Dinge gut machen. Und das beschreibt das Torwartspiel von Kevin Raoul ganz genau. Und damit gibt er seinen Vorderleuten unglaublich viel Sicherheit. Ja. Und jetzt, während der SVS im Abwehrverbund den Ball hin und her spielt, lass mich auch kurz sagen, wie geil ist es denn bitte, wie Philipp hier die Vorlage gemacht hat. Den hätte er selber probieren können. Als Stürmer hast du ja da eigentlich, da freust du dich eine ganze Woche drauf, dass du da so mal einen Ball kriegst, absolut, so einen ja. Spieler ausspielen kannst, so mal abziehen kannst. Aber er hat den Blick für seinen Kollegen und Freund Luca Masaila und also der musste ja echt nur noch einschieben. Und somit steht das hier 2:0 für unsere Viktoria. Was ist hier denn los? Und Luca Masaila würde ich auch gerne noch mal kurz ansprechen. Das ist jetzt sein 131. Drittligaspiel. Erst in Anführungsstrichen für einen Offensivspieler sein 19. Tor. Aber wenn man sich diese Saison jetzt mal nur anguckt, in 8 Spielen jetzt schon 3 Treffer. Der Junge ist einfach unfassbar on fire in dieser Saison. Das kann man nicht anders sagen. Wir hatten heute auf der Hinfahrt öfters das Wort benutzt, angekommen für Spieler. Ich finde, bei Masaila wie bei Philipp kann man dieses Adjektiv sehr gut verwenden. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, letzte Saison waren beide nur Ergänzungsspieler, wenn du so willst. Und jetzt so als... Oh, als jetzt gibt es Dennis Diekmeier von der 16er Kante, kann abschließen. Aber gut, eigentlich weiß man, wenn Diekmeier erschießt, da kann nicht viel passieren. Ich wollte mal hier ein bisschen Spannung reinbringen. Aber wir schaffen es leider gerade eben nicht, das wiederzugeben, was auf dem Spielplan passiert. Deswegen entschuldigen wir uns dafür und gehen mal direkt ins Spiel. Es gibt Abschlag für die Viktoria. Davor war es allerdings relativ langweilig, die Minute. Deswegen haben wir uns da, glaube ich, gerade so ein bisschen verloren. So, Rauhut wird es natürlich nicht machen, denn es gibt heute nur kurz ausgeführte Abstöße. Deswegen ist eine Sache für Schulz. Und ich wette jetzt, wo ich das sage... Jetzt kommt die lange Variante. Nein, nur eine angetäuschte lange Variante. Doppelpass mit Russo. Oh, da ist El Zayn und da ist Otto. Der Ball geht wieder zu Russo, der jetzt mit einem Lupfer auf Bogicevic. Ja, da ist Paco dazwischen. Ja, da kann Ewina den Ball abluchsen, aber dann geht der Ball an Pacos Bein von da ans Aus. Und somit gibt es Einwurf. Jonas Weig, der linke Verteidiger, zu El Zayn. Der verliert den Ball an Paco Konkiewicz. Jetzt hat Bogicevic den Ball, dreht sich zweimal auf der eigenen Achse, kann niemanden finden. Deswegen geht der Ball zum Innenverteidiger Lorch. Lorch spielt links raus auf Gregor. Der könnte jetzt Niklas May an der linken Seite anspielen. Ja, der linke Flügelspieler kriegt auch die Perle. Spielt jetzt aber zurück, nur mal sicher. Es ist die 40. Spielminute. Viktoria führt komfortabel 2:0. Da kann ich verstehen, wenn man auch mal Kevin Rauhut hier ins Spiel bringen möchte. Der hat den Ball aber direkt wieder zurück zu Niklas May gespielt. Also möchte vielleicht doch nicht ins Spiel gebracht werden. Jetzt macht aber er in wirklicher Laufmanier, holt er sich einen weiteren Ball von Niklas May, den Niklas May, glaube ich, eher für Schulz gesehen hatte. Aber jetzt spielt er ihn weiter auf Schulz. Die lassen jetzt die Sandhäuser rankommen. Und die Sandhäuser machen damit. Oh, Lorch mit einer Zuckerweiterleitung. Der Hacke setzt Brian Henning in den freien Raum. Der läuft jetzt seit 50 Metern. Jetzt spielt er links raus auf Niklas May. Der zieht einfach mal ab.
Ja, okay. Das war weder Flanke, das war weder Abschluss. Somit geht der Ball weit am Tor vorbei. Der geht sogar ins Seiten aus tatsächlich. Ach, ist das blöd. Niklas May hatte auf einmal super viel Platz und konnte aus spitzem Winkel linke Seite im 16er abschließen. Hat er ein bisschen zu gut gemeint. Er ist jetzt auch nicht gerade als der torgefährlichste unserer Feldspieler bekannt, Niklas May. Ich finde, der hätte mal so einen Doppelpack so richtig verdient. Ich gönne ihm das auch und ich gönne mir den auch. Ein Doppelpack von Niklas May kenne ich ganz hervorragend mit klarkommen. So wie auch mit diesem Zweikampfverhalten von Michael Schulz, der dann nämlich den Konter von David Otto oder den Konteransatz zumindest insoweit unterbinden kann. Und da läuft jetzt Patrick Schwengers hinterher. Und ich glaube, Patrick Schwengers bleibt hier noch ruhig. Nein, aber er zeigt noch an. Er sagt einmal, das letzte Mal. Mein genau. Junge, einmal. Ja. Eigentlich auch wieder taktisches Foul wäre eigentlich auch wieder der Fall, gelbe Karte in diesem Fall gewesen. Aber wie wir es vorhin schon gesagt haben, Schwengers mit langer Leine. Und bis jetzt scheint ihm das Spiel dadurch auch nicht zu entgleiten. Hey, und auf der anderen Seite, als Bogicevic gerade beim Konterversuch so hart von El-Zain am Trikot gezogen wurde, dass man schon fast dachte, die wollen zusammen Schlitten fahren gehen in der Arktis, gab auch kein Gelb im Nachhinein. Also Schwengers hat sich heute Morgen gedacht, mal sehen, ob ich die gelbe Karte überhaupt eingepackt habe. Ja genau, wer weiß. Mittlerweile hat der SVS den Ball in der eigenen Hälfte und just als ich das sage, spielen sie ihn raus. Diekmeyer kriegt den Ball auf der rechten Seite, spielt einen Langball in den Strafraum der Viktoria. Der kann weggeköpft werden und danach auch weggeschossen werden. Aber Diekmeyer holt sich die zweite Kugel zurück, spielt auf Ewina. Ewina lässt den ersten aussteigen, ist an der rechten Eckfahne, springt den Ball flach rein. Lorch klärt die Kugel ins Seiten aus. Es gibt Einwurf von der rechten Seite, ungefähr 25 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. Das ist Chefsache, das übernimmt Dennis Diekmeyer, Mr. Notruf Hafenkante, wie wir vorhin schon geklärt haben. Der betreibt übrigens mit seiner Frau einen YouTube-Kanal, das könnte ich vielleicht auch kurz noch erwähnen, Team Diekmeyer mit seiner Ehefrau Dane. Der ist bestimmt extrem sehenswert. Wir haben auch wie was dieser Einwurf jetzt. Wir haben auch was Hörenswertes und das ist Team Fußballradio Jelsik und das findet ihr auf YouTube unter Fußballradio Jelsik. Das ist richtig. Diekmeyer mit einem Einwurf, den ich als falsch titulieren würde. Der Ball kommt zurück zu ihm. Jetzt im Doppelpass, nein, doch nicht. Otto dreht sich noch einmal um. Mühling nimmt sich die. Oh. Ja. Mühling nimmt sich mal ein Herz und schließt mal einfach ab aus 30 Metern. Und der Ball kann von Rauhut noch berührt werden und geht somit ins Tor aus. Es gibt die erste Ecke für den SVS. Es ist die 43. Spielminute. Ecke von der rechten Seite. Das ist Alexander Mühling, der sich den Ball da zurechtlegt. Wird mit dem rechten Fuß den Ball also mit Schnitt vorm Tor wegbringen. Es bietet sich niemand direkt als kurze Variante an. Der Ball wird also hoch in den Strafraum fliegen. Mühling hebt jetzt die Hand. 3 Schritte Anlauf. Der Ball so halb hoch an Freund und Feind vorbei. Dann kommt Tim Knipping an den Ball, schießt ihn über das Tor. Jetzt betet er Patrick Schwengers förmlich an nach dem Motto, bitte, bitte, das muss doch noch eine Ecke geben. Und Patrick Schwengers ist also relativ humorlos. Ich muss auch sagen, Tim Knipping tut da gerade so, als hätte man, keine Ahnung, seinen Wagen abgeschleppt oder sowas. Also, bitte nicht. Während seine bitte Frau nicht in den Wehen liegt. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Jetzt will er auch noch mit dem Unparteiischen, mit dem vierten Unparteiischen auch noch ein Gespräch anfangen. Meine Güte, mein Freund, wenn es hier nicht der Eckball war, dann hättest du einfach eine andere von den vielen Chancen, die er bisher hart reinmachen können. Die Viktoria macht es einfach mal lang und weit. Tim Knipping kann sofort wieder den Kopf reinsetzen und den Angriff in erster Instanz abwehren. Aber die zweite Welle, die läuft jetzt über Donny Bogicevic. Ach, ist das schöner schön Doppelpass gespielt mit Russo. Da wird Russo erwischt am Bein. Und da regt sich Maschiejewski zwar auf, aber was will Schwengers da machen? Da ist das Bein am Bein und da fällt unser Russo. Und somit gibt es jetzt ungefähr 40 Meter von der rechten Eckfahne des SVS von der rechten Seite einen Freistoß für die Viktoria. Macht das Schulz, macht das Philipp, macht das Paco Koronkiewicz. Sie haben sich noch nicht ganz entschlossen hier in der 44. Spielminute. Oh, sie machen eine schnelle Variante, da wird mal Seiler gesucht im 16er. Ball kann in erster Instanz weggeköpft werden. Ah, und jetzt auch rausgeschlagen werden von El-Zain. Der Konter, wird das was? Nein, Russo ganz abgeklärt, spielt den Ball zurück auf Rauhut. Und irgendwie hat man das Gefühl hier in der 44. Spielminute, der SVS hat auch nicht mehr wirklich Lust jetzt hier wieder anzulaufen. Jetzt, wo sie so schön gebeten werden, machen sie es doch. Hennings lässt einen aussteigen. Maschiejewski zahlt Lehrgeld. Dann kommt der Ball zu Russo. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt der Ball zu Rauhut. Der Schlussmann der Viktoria. Sieht der nicht, dass Otto da startet? Doch, aber in letzter Instanz bringt er den Ball zu Gregor. Der steht an der linken Eckfahne, schlägt jetzt den Ball einfach mal raus. Sucht May, findet aber nichts. Vielleicht hier nochmal ein Abschluss von dem SVS in den letzten Sekunden. El-Zain hat den Ball am Anstoßkreis. Spiel zurück zu Knipping. Wir sind in der letzten regulären Spielminute der ersten Hälfte. Der Ball kommt nochmal zurück zu Knipping. Also, was macht der jetzt? Der Innenverteidiger.
überquert in dieser Sekunde die Mittellinie und spielt den Ball auf die linken Flügel zu Maciejewski. Der will El Zain mitnehmen, beziehungsweise versucht es, es gelingt nicht ganz. Die Viktoria jetzt im Ballbesitz. Rauhut im eigenen 5-Meter-Raum schlägt den Ball zunächst mal weit in Richtung Mittelkreis. Da ist Geschwill vor Marseille am Ball, klärt den Ball per Brust in Richtung von Alex Mühling. Der spielt aus dem Mittelkreis heraus auf die linke Seite zu Linksverteidiger Jonas Weig. Weig spielt zunächst wieder mal zurück auf Tim Knipping. Der wird angegangen von Philipp, kann den Ball aber noch auf El Zain bringen. Aber da ist unser Zweikampfmonster Stefano Russo dazwischen. Bogicevic. Und das ist der Halbzeitpfiff. Es gibt also keine Nachspielzeit. Und es gibt eine Frohkunde hier aus dem Hartwald zu uns nach Köln nach Hause. Es steht 2:0 für Viktoria Köln hier beim SV Sandhausen. Treffer in der 32. Minute durch Stefano Russo und ergänzt in der 36. Minute durch Luca Marseille. Ja, ich glaube, ich bin ähnlich sprachlos, wie der SV Sandhausen hier seit diesem 2:0 teilweise wirkt. Ja. Denen fällt da auch nicht viel zu ein. Ich glaube, die hatten sich den Spielverlauf hier vollkommen anders vorgestellt. Deswegen, als die Viktoria jetzt in die Kabine laufen will, machen sie auch sofort den Rasensprenger an, sodass einige der Ersatzspieler der Viktoria ein paar Meter nach rechts gehen müssen und überrascht sind von der abrupten Dusche. Aber du hast recht, wirklich viel, vor allem nach dem 2:0, fiel Sandhausen nicht mehr ein. Aber das bedeutet nicht, und das unterstreiche ich hier mal, dass das bedeutet, wir haben hier die Katze im Sack. Na, um Gottes Willen, wir haben auch gegen Arminia Bielefeld gedacht, ach naja, was kann da noch kommen? Die haben hier noch Kräfte. Also, wenn man mal überlegt, die haben einen Ruben Hennings auf der Ersatzbank. Klar, wird der eine sagen, der ist ja nur 36. Aber ey, der hat die dritte Liga schon mal gewonnen mit dem KSC. Dann ist er Torschützenkönig der zweiten Bundesliga geworden. Dann ist er Zweitligameister in England geworden. Und dann hat er auch noch die zweite Liga gewonnen mit Düsseldorf. Also, da sollte man lieber mal ruhig bleiben und sich denken, hey, 2:0 Führung hier im Hartwaldstadion. Super, super, super. Damit können wir leben. Damit können wir sehr gut leben. Allerdings. Aber diese Messe ist noch nicht gelesen. Nein, bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Gelesen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Denn lesen kann man nicht unbedingt unsere Inhalte, aber dafür umso besser hören. Und da machen wir jetzt gern vielleicht mal ein bisschen Eigenwerbung. Wie du es gerade vorhin schon mal angedeutet hast, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Da kann man das heutige Spiel nachhören. Da kann man auch jedes andere Spiel nachhören, das Fußballradio Schelsig bis jetzt live für euch übertragen hat. Ihr findet diesen Kanal auf YouTube unter dem Kürzel @Fußballradio, also die komplette Adresse youtube.com/@Fußballradio. Fußballradio natürlich, wie es sich gehört, mit V und Doppel-S. Wir sehen jetzt gerade auf dem Rasen, da klatschen sich unser Teambetreuer Hagen Papst und unser Teamleiter Besnik, also unser Team in diesem Fall Teamleiter Besnik ab. Besnik geht in Richtung Mannschaftskabine, Hagen Papst verteilt ein paar Bälle. Ich wollte aber noch weiter Eigenwerbung machen, denn wir machen nicht nur unsere Live-Reportagen, so wie jetzt gerade, wir machen auch Podcasts. Und wir machen auch Podcasts, die ihr auf Spotify hören könnt. Da könnt ihr auch ganz einfach unter dem Begriff Fußballradio uns hören. Diese Podcasts findet ihr auch bei YouTube, wie ihr ebenfalls bei YouTube auch unsere Schälst-Offs findet. Das sind kurze, zusammengeschnittene Momente, sage ich jetzt mal. Da sind die lustigsten und emotionalsten Szenen aus unseren Übertragungen zusammengestellt. Als so ein kleines, einfach so zur Auflockerung, so 4- bis 6-minütige Clips. Gibt es bis jetzt eine Staffel von 11 Folgen, kann man sich da auch sehr gerne anhören. Und diese ganzen Inhalte, die kann man nicht nur auf Abruf dort bei YouTube finden, sondern wir haben auch ein 24/7 oder wie Daniel so gerne sagt, 4711 Webradio, wo ihr tatsächlich rund um die Uhr jeden Tag alle Inhalte von Fußballradio Schleswig präsentiert bekommt. Da gibt es im Wechsel die Live-Übertragungen, sind hauptsächlich immer das aktuellste Spiel, natürlich am häufigsten zu hören, aber wir bauen auch immer wieder mal zwischendurch ältere Partien ein, damit das Ganze schön aufgelockert bleibt. Da gibt es die Podcasts zu hören, da gibt es die Shades-Offs zu hören, da gibt es eine ganze Menge kölsche Musik zu hören. Das finde ich eigentlich am schönsten. Also, dass das gerade von dir kommt, Jakob. Ja gut, ich habe vielleicht mit Köln jetzt nicht so viel am Hut wie so manch anderer hier beim Fußballradio Schelsig. Aber ich finde das schön, wenn man da im Radiosender reinhört. Du weißt ja nie, was dich trifft. Ich habe jetzt ja nicht wie du den Spielplan sozusagen des Radios vor Augen. Da finde ich es einfach toll. Du schaltest ein, dann hörst du hier 20 Minuten das Spielchen, dann kommen 2, 3 Lieder, die dich so richtig auch in das kölsche Gefühl reinholen. Da kommst du dir direkt vor, also gerade so in den Stunden, bevor es dann losgeht, ins Stadion selbst, mag ich das sehr, dieses 24/7-Radio zu hören. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde, eignet sich sehr gut so am Spieltag zum Einstimmen. Finde ich tatsächlich auch, das nutze ich auch selber ganz gerne dafür. Ich habe das auch den Sendeplan in der Regel so programmiert, dass die letzten Partien, die man vor der Live-Partie hört, sind dann die letzten Spiele oder die letzten Spiele gegen den Gegner.
also aus der vorangegangenen Saison, so dass es auch wirklich als Einstimmung sich sehr gut eignet auf die Partie, die dann im Anschluss stattfinden wird. Diese Woche wird es ein bisschen hektisch werden mit aktuellen vergangenen Partien, denn am Dienstag steht ja schon das nächste Spiel an. Wir haben gar keine lange Pause, denn da empfangen wir zu Hause in unserem wunderschönen Sportpark Höhenberg den FC Ingolstadt. Gegen den haben wir in der letzten Saison oder auch in der letzten Zeit immer relativ gut ausgesehen. Und ja, da werdet ihr am Dienstag, wenn mich jetzt wirklich nicht alles täuscht, Hendrik und Klaus an den Mikros haben. Ich bin mir nicht 100% sicher. Jetzt hast du dieses Fass aufgemacht. Ich hätte mich nicht getraut, da zwei Namen reinzuwerfen. Ich bin mir fast sicher. Und wenn nicht, verzeiht es mir. Ihr werdet es ja rausfinden. Genau, wenn ihr dann ab 10 vor 7 am Dienstag einschaltet, dann hört ihr die Partie Viktoria Köln gegen den FC Ingolstadt live aus dem Sportpark Höhenberg. Und dann werdet ihr schon hören, wer für uns an den Mikros ist. Bevor dann am Samstag die Viktoria zu den Buben fährt, und zwar zum Waldhof Mannheim. Samstag 14 Uhr wäre die Partie, die birgt auch einiges in sich. Aber zuvor haben wir ja noch ein noch interessanteres Ding, und das ist bereits morgen. Morgen ist nämlich die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals, und die Viktoria ist dabei, genauso wie der SVS. Der SV Sandhausen hatte im Elfmeterschießen Hannover 96 geschlagen, aber wir hatten in regulärer Spielzeit den SV Werder Bremen geschlagen. Und somit, das ist ja echt toll, das müsst ihr euch angucken auf dem Instagram-Kanal von Viktoria Köln. Da werden alle Spieler gefragt, welche Mannschaft sie sich am liebsten wünschen würden. Und auch wir sind alle sehr unschlüssig da im Fußballradio. Ich, aufgrund von dort, wo ich geboren bin, hätte natürlich gerne Hertha BSC Berlin zu Gast. Aber ich fände auch andere Vereine gut, wie zum Beispiel Schalke, Rostock oder auch St. Pauli. Ich muss persönlich sagen, ich fände alles gut, was es sinnvoll für uns gestaltet, in Höhenberg zu bleiben. Wenn man natürlich sowas wie die Bayern, wie wir letzte Saison bekommen, ist es gar keine Frage, dass man nach Müngersdorf ausweicht. Alleine finanziell war das, wie man so schön sagt, ein No-Brainer. Aber man hat gegen Bremen gesehen, was für eine Macht, was für eine Kraft, was für eine Atmosphäre dieser Sportpark Höhenberg, was für ein Pluspunkt der sein kann. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Atmosphäre seit dem Ausgleichstreffer von David Philipp, seit dem 2:2, da war so ein magisches, elektrisches Knistern in der Luft in unserem geilen Sportpark Höhenberg. Und das hat es mit ermöglicht, dieses Spiel tatsächlich noch zu ziehen in der letzten Sekunde der Nachspielzeit, was ja Klaus und du so ganz herausragend wunderschön kommentiert habt, wo ich jetzt noch Gänsehaut bekomme, wenn ich nur dran zurückdenke. Das hat so einen Spaß gemacht, euch dazu zu hören. Aber ich finde, da sagst du was Richtiges, weil dieser Gänsehautmoment, ich weiß nicht, ob der im Rhein-Energie-Stadion gekommen wäre, weil dort ist man halt nicht zu Hause. Das fühlte sich an wie ein großes Fußballfest, und sicherlich war das auch ein schöner Moment für uns alle, aber ich hab's lieber, wenn dann der große Bundesligist sich in unser beschauliches Sportparkchen in der Merheimer Heide verirrt. Ganz genau das. Und dann ordentlich eins auf die Mütze kriegt. Ja, ich denke, das können wir dann für morgen mal avisieren. 19.10 Uhr in der ARD geht's los. Skodran Mustafi, der Weltmeister von 2014, wird die Lose ziehen. Wirklich? Tatsächlich, ja. Und dann hoffen wir doch mal, dass der ein gutes Händchen für uns hat. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Alles, was in Höhenberg ist, finde ich gut. Ja, und alles, was auch so ein bisschen, also wenn man jetzt Leipzig kriegt, ne, dann weißt du ja sofort, uiuiui, da brauchst du ja echt einen super Sahnetag. Natürlich, ich hätte gerne eine Mannschaft, wo man so ist, so, hey, an einem guten Tag, da holen wir uns die. Wahrscheinlich sprichst du deswegen auch vorhin Schalke an. Die sind ja im Moment, die werden ja quasi prädestiniert. Aufgrund von familiären Beziehungen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich fände persönlich den HSV auch sehr nice. Weil ja. Die sind auch immer zu packen in solchen Situationen. So, ich habe vorhin leichtsinnigerweise gesagt, alles was in Höhenberg ist, ist gut. Das stimmt nicht so ganz. Was? Denn unsere U19, die hat heute in Höhenberg gespielt. Richtig. Und die hat leider 2:3 gegen die U19 des VfL Bochum verloren. Wobei, als wir vorhin im Auto uns noch nach dem Zwischenstand erkundigt haben, da stand es noch 0:3. Da haben die Jungs also noch eine richtig gute Aufholjagd hingelegt, die leider am Ende dann nicht mehr belohnt worden ist. Also leider 2:3 unterlegen unsere U19 gegen den VfL Bochum. Tja, es können nicht alle Siege sein. Dabei war ja alles für ein großes Fußballfest angerichtet. Dieses Mal haben sie nicht in Troisdorf gespielt, sondern im Sportpark Höhenberg. Schade, dass der VfL Bochum uns dort besiegen konnte. Sei es drum. Es gibt ja genug positive Nachrichten aus dem Verein, nicht wahr? Also die Frauenmannschaft macht sich ja hervorragend in ihrer Liga. Und auch wir machen uns hier eigentlich ganz gut in dieser Saison mit der ersten Männer.
die hier auch wieder langsam auf den Platz kommt, zumindest die Ersatzspieler. Und ich sehe auch unseren Kollegen Besnik vom Fußballradio mit der Kamera, der gerade unseren Co-Trainer Bjenska zurück zur Reservebank begleitet. Bjenska war heute bei Magenta Sport in der Halbzeitanalyse. Vielleicht kommt er auch deswegen mit der Taktiktafel. Das kann gut sein, ja. Bei Sandhausen kann man auf jeden Fall schon sagen, da macht sich Luca Zander für seine Einwechslung bereit. Der hat schon sich sämtlicher, genauso wie Ruven Hennings übrigens auch, wie ich gerade sehe, die werden beide in die Partie kommen. Die haben schon sämtliche Trainingsklamotten abgelegt, die sind schon komplett einsatzbereit. Das habe ich mir schon fast gedacht, als du nämlich gesagt hast, hey, der Erwiner, der verbrennt ja ganz schön Körner, war ja. Ich so, ja, der weiß ganz genau, wenn er hier nicht die Hütte macht, dann wird er auch nicht die zweite Hälfte miterleben. Das kann sehr gut sein, ja. Da kommt dann Ruven Hennings. Läuft nicht ganz rund, wenn ich da ehrlich sein darf. Sieht mehr so aus, wie ich laufe. Jetzt, und das ist nicht als Lob für mich gemeint, sage ich mal so. Das dachte ich mir fast. Und wo du gerade sagtest, gute Nachrichten aus dem Verein gibt es eine ganze Menge. Da kann ich dann tatsächlich auch noch mit einer nachlegen, denn unsere U17 hat heute auch gespielt, und zwar auswärts bei der U17 des MSV Duisburg. Und dort gab es vor 100 Zuschauern ein achtbares 2:2 Unentschieden. Hey, das nehme ich mit. Würde ich nämlich auch sagen. Da kann man absolut mit einverstanden sein. Und ja, das ist zumindest schon mal das erste positive Ergebnis dieses Wochenendes. Das zweite, das versuchen wir hier gerade selber einzufahren, indem wir zur Pause, wir wiederholen das sehr, sehr gerne nochmal, 2:0 bereits führen beim SV Sandhausen. Und ja, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Es ist wunderbares Herbstwetter hier. Es ist lauwarm, würde ich sagen. Was haben wir so? 18 bis 20 Grad, würde ich mal sagen. Irgendwie ja, die wir haben 20 Grad, weil wir sitzen in einer etwas windigen, schattigen Ecke. ich frage mich auch, wie du es im T-Shirt machen kannst. Ich bin hellauf begeistert, dass ich meine wunderschöne Viktoria Köln-Jacke dabei habe. Aber in der Sonnenseite hast du bestimmt 21, 22 Grad. Es ist perfektes Fußballwetter. Wer heute Morgen schon den Weg vor die Tür gewagt hat in Köln, der war vielleicht auch am Rhein und hat gesehen, dort war der Nebel tief am Liegen. Oh, das ist wahr, ja. Auch in diesen ganzen Waldgebieten, durch die wir gefahren sind, um hierher zu kommen. Wir mussten kleine Umwege fahren, weil heute ja auch noch Urlaubsbeginn ist. Oh ja. War einiges an Nebel. Das heißt, es ist weiterhin nicht sonderlich heiß, aber es ist eigentlich perfekt für eine gute Partie Fußball. Und während sich hier jetzt beide Mannschaften ihre Ersatzspieler warm machen, klatschen sich auch einige ab, die gleich eingewechselt werden. Und genau zu sein, Zander und Hennings. Und das mit dem T-Shirt, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, das kann ich dir ganz einfach erklären, wie ich das machen kann. Denn mir wurde vorhin im Auto schon mitgeteilt, dass ich eine gewisse Hitze ausstrahle. Und die du bist einfach heiß. Richtig, so. Und das macht sich natürlich da auch bemerkbar. Und ja, das kann man nur sagen, haben Stefano Russo und Luca Maseila nur noch befeuert durch ihre zwei wirklich schönen Tore, auch schön rausgespielten Tore. Und ja, ich bin echt gespannt, ob wir das in der zweiten Halbzeit runtergespielt bekommen. Sandhausen ist absolut jetzt in der Bringschuld, die müssen kommen, vor allen Dingen auch, wenn man es tabellarisch mal betrachtet. Weil nehmen wir mal alleine jetzt nur die Viktoria, die wäre jetzt mal schon mal 4 Punkte von den Sandhausenern entfernt. Und Sandhausen droht tatsächlich dann so langsam im Mittelfeld erstmal zu versinken. Und das hat man sich als Verein, der letzte Saison noch zweite Liga gespielt hat, mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Natürlich gab es einen großen Umbruch hier, gar keine Frage. Nicht ganz so groß wie der in Bielefeld, aber fast, kann man sagen. Ja, in aber ähnlicher Größenordnung. Und da sind natürlich eine Menge Spieler weggegangen, aber da hat auch so viel Qualität dazu geholt. Um mal jetzt einfach nur Ruven Hennings als einfach Beispiel zu nennen, aber auch Luca Zander, der jetzt eingewechselt wird, war auch Stammspieler in der zweiten Liga. Wenn man ja, der war 6 Jahre bei St. Pauli, der ist ja aus der Jugend von Werder Bremen. Also genau. Klar, ich bin kein Freund davon, nach 8 Spieltagen schon zu sagen, der Weg geht in diese oder in die jene Richtung. Nein, um dafür ist die dritte Liga im Vergleich zur zweiten oder zur Bundesliga einfach auch länger. Ne? Also du hast 38 Spieltage, da. Und wie hat das Jürgen Klopp einmal so schön gesagt, er hat noch nie einen Vereinswimpel bekommen, wo drauf stand Herbstmeister vom Jahr so und so. Das ist wohl Davon wahr, kannst du dir einfach nichts kaufen. Ganz genau. Aber ja, wir haben ja noch eine Hälfte zu gehen, bis das, was du gerade gesagt hast, wahr wird, dass wir wirklich 4 Punkte Vorsprung auf den SVS haben. Ich würde auch sagen, sieht man auch gerade hier, als Danny Galm den beiden Einwechselspielern, die gleich kommen werden, Hennings und Zander, noch die Hand reicht. Trainer Danny Galm, erst 37 Jahre alt. Da merkt man, glaube ich, schon ein bisschen, dass jetzt hier Druck dahinter ist. Ne? Das ist hier kein freies Aufspielen, das ist hier kein Freundschaftsspiel mehr. Das hier ist wirklich eine Partie, wo du echt schauen musst, dass du als SVS den Anschluss nicht verlierst. Denn andere Mannschaften wie Dynamo Dresden gewinnen gefühlt jedes zweite Spielchen. Und
da gilt es, da dran zu bleiben. Es gibt sogar drei Wechsel, sehen wir jetzt gerade bei Sandhausen, denn Alexander Fuchs kommt auch noch in die Partie, macht sein allererstes Saisonspiel sogar tatsächlich für die Sandhausener. Zentraler Mittelfeldspieler, zuletzt in Österreich im Einsatz, aus der Schule von 1860, hat auch lange in Unterhaching gespielt und für den ersten FC Nürnberg, hat sogar tatsächlich zwei Bundesliga-Einsätze mal absolvieren können. Wie alt ist der Gute? Alexander Fuchs ist 26 Jahre jung. Ui, und schon so viele Stationen. Ja. Und ja, war die letzten zwei Jahre bei Austria Klagenfurt. Hat da immerhin 7 Partien in der höchsten österreichischen Spielklasse absolvieren können. Ja, und jetzt, wie gesagt, dreifacher Wechsel. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass Sebastian Stolze den Platz verlassen hat. Oh, Ewina ist weiterhin drin. Das heißt, Otto ist runter. Obwohl, ist das da vorne nicht Otto? Nein, Stolze. Stolze ist runter. Stolze ist runter. Das habe ich gesehen, die 36. Die wurde angezeigt. Diekmeier ist runter. Tatsächlich, überraschenderweise. Anschluss jetzt durch David Philipp, während wir weiter hier versuchen zu eruieren, welche Spieler wo, warum den Platz verlassen haben, sehen wir Niklas May direkt mit einem Fehlpass in den Lauf von Tim Maciejewski. Maciejewski auf der rechten Seite mit einer Flanke in den Strafraum. Und direkt der Anschlusstreffer. Das ist das 1:2. Unglaublich. Das war ja... Oh, das ist ja unglaublich. David Otto. 10 Sekunden gespielt, ja, oder was? May mit einem ganz blöden Fehlpass in den Lauf von Maciejewski. Maciejewski geht auf den rechten Flügel durch, flankt in die Mitte. David Otto steht da völlig blank, köpft aus wenigen Metern ein ins kurze Eck. Keine Chance für Kevin Hau, da irgendwas zu machen. Michael Schulz ist noch liegen geblieben, sitzt noch im 5-Meter-Raum. Der Schiedsrichter ist bei ihm und Kevin Rauhut. Spielminute. Tor für unseren SV Sandhausen. Ja, und das hätte ja schlechter für uns nicht losgehen können, hier muss man ganz klar sagen. David! Neuer Spielstand, SV Sandhausen, Viktoria Köln, danke. So, ihr habt es gehört, das mit dem Viktoria Köln 0 ist natürlich Wunschdenken. Wir führen hier nach wie vor mit 2:1. So, und jetzt noch zur Vervollständigung, Aboubekir El-Zain, der dritte Spieler, der den Platz verlassen hat. Also El-Zain, Stolze, Diekmeier raus, dafür Zander für Diekmeier in die Partie. Wir haben Ruven Hennings für Stolze und wir haben Alexander Fuchs für Aboubekir El-Zain. 3 mehr oder weniger positionsgetreue Wechsel. Positionsgetreu ist auch der Freistoß, den die Sandhausener jetzt ausführen durch Max Geschwill. Der spielt zunächst mal ins Zentrum auf Fuchs. Fuchs gibt zurück auf Geschwill. Geschwill spielt dann einen Diago, der sogar bis bei seinem Linksverteidiger Jonas Weig ankommt. Der gibt dann auf Tim Knipping. Die Sandhausener spielen sich den Ball jetzt in der eigenen Hälfte ein bisschen hin und her. Der Ball ist jetzt von Knipping, der jetzt die Kapitänsbinde trägt, anstelle von Dennis Diekmeier bei Nikolai Rehn gelandet. Der spielt zurück auf Knipping. Knipping auf die linke Seite zu Weig. Das ist jetzt alles relativ gemächlich. Ich denke mal, die Sandhausener, die sind jetzt mit der ersten Wut aus der Kabine gekommen. Die hat sich entladen durch den Torjubel zum Anschlusstreffer. Und jetzt versuchen sie, das Spiel zu kontrollieren. Das macht Luca Zander auf der rechten Seite. Kurz bevor er die Mittellinie überquert, spielt er nochmal zurück auf Geschwill. Geschwill dann in den Mittelkreis zu Alexander Fuchs, der auf halblinks weitergibt zu seinem Kapitän Tim Knipping. Der spielt weiter auf Frank Ewina. Ewina auf dem linken Flügel mit Zusammenspiel mit Jonas Weig. Jetzt nehmen sie Alexander Fuchs mit. Da rutscht Stefano Russo aus beim Verein, versucht zu grätschen. Fuchs gibt dann auf die linke Seite zu Weig. Die Flanke auf Fuchs. Fuchs kann keinen Druck hinter den Ball bringen, deswegen kann die Viktoria klären. David Philipp in Ballbesitz. Sehr stark, muss man sagen, von Jonas Weig abgegrätscht. Aber Luca Masaila behauptet den Ballbesitz für die Viktoria. Der Ball ist jetzt hinter Kevin Rauhut im Tor ausgelandet. Das gab einen Pressschlag, kann man sagen, quasi von den Sandhausenern. Demzufolge Abstoß vom Kasten von Kevin Rauhut. Wir schreiben die 49. Spielminute inzwischen hier im GP-Stadion am Hartwald. Es steht 1:2. Die Viktoria früh, nein, nicht früh, aber in der ersten Halbzeit in Führung gegangen durch Treffer von Russo und Masaila. Früh war der Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit für die Sandhausener, nämlich nur nach wenigen Sekunden hat David Otto den Rückstand für die Sandhausener verkürzt. Jetzt gibt es Einwurf für die Viktoria. Und zwar von Patrick Koronkiewicz von der rechten Seite. Der sucht David Philipp, der unterliegt im Zweikampf gegen Tim Knipping. Jonas Weig geht dann auf Nummer sicher, spielt den Ball mit einem langen Ball weit in den Strafraum zurück zu Nikolai Rehnen. Der gibt ihn zunächst mal weiter auf Zander, bekommt ihn zurück von Zander. Dann ein weiter Schlag bis sogar in die Viktoria-Hälfte hinein.
Da kann Niklas May Tim Maciejewski anköpfen und dann den Ballbesitz behaupten. Dann geht er sogar ins Seiten aus, um Tempo aufzunehmen. Dann geht er an drei Mann vorbei und holt sich den Einwurf. Jansen mit einer geilen Parade. Richtig. Holt, bevor der Ball irgendwo anders einschlagen kann, diesen runter und gibt den an Henning, damit er einen schnellen Einwurf machen kann. Der verschleppt aber das Tempo und gibt den dann lieber wieder zurück an Niklas May, der gerade mit einer tollen Einzelaktion an drei Mann vorbeigeht und dann noch den Einwurf erzwingt. Jetzt bringt er hier die Hereingabe zu Maseiler. Der wird gelegt und von Ruben Hennings. Und deswegen gibt es Freistoß aus 30 Metern. Stark linke Position. Eine Sache für Philipp oder Bogicevic. Ja, wie wird jetzt die Viktoria mit diesem frühen Gegentor in der zweiten Hälfte umgehen? Bogicevic und Philipp hier am Ball. Dennoch ruht Schiri Schwengers. Pfeift das Spiel wieder an. Niklas May läuft ein, jetzt laufen ein paar andere ein. Ball kommt gut ans zweiten Pfosten, kann in erster Instanz aber geklärt werden. Ball kullert so aus dem 16er, wird jetzt rausgeschlagen. Letzter Mann bei uns ist Paco Koronkiewicz. Der wird verfolgt von Iwina, der rennt wie von der Tarantel gestochen. Deswegen gibt Koronkiewicz zurück auf Rauhut und der schlägt den Ball einfach hoch und weit raus. Der wird abgefangen. Kommt jetzt zu Iwina. Iwina auf der linken Seite, hat viel Platz, spielt zurück auf Fuchs. Fuchs gibt links raus auf Weig. Weig mit einer Hereingabe am zweiten Pfosten. Ui, am zweiten Pfosten steigt David Otto hoch und verlängert den Ball, aber der geht ins Tor aus und so gibt es Abschlag. Nein, es soll entweder Foul oder Abseits gewesen sein. Ich denke eher Foul, ja. Ja, wahrscheinlich aufgestützt, ne? Ja. Ball ist wieder im Spiel, Lorch bringt den Ball zu seinem Kollegen Schulz, der wird gefoult von Otto. Ja, die Sandhausener, die sind jetzt mit einer ganz anderen Körperspannung, mit einer ganz anderen Körpersprache, mit einer ganz anderen Intensität auf dem Platz. Jetzt gilt es für unsere Jungs dagegen zu halten. Ja, aber Jansen guckt das auch nicht weiter tatenlos mit an. Schickt richtig jetzt direkt Handle, Fritz und De Meester zum Warmmachen. Und der Ball wird auf die Reise geschickt in Richtung von David keine Philipp, Chance, der ihn aber nicht erlaufen kann. Bringt sogar noch Tim Knipping zu Fall. Das war aber, glaube ich, keine wirkliche Absicht. Die beiden genau, irgendwie haben sich da berührt im Laufduell. Abstoß gibt es auf jeden Fall vom Sandhausener Kasten. Also es gibt sogar einen Freistoß tatsächlich nach der Aktion von Philipp. Freistoß auf jeden Fall ausgeführt auf Weig. Weig gibt direkt wieder zurück auf Rehnen. Rehnen schlägt den Ball dann in Richtung des Mittelkreises. Da kann sich Russo im Kopfballduell gegen Iwina durchsetzen. Den zweiten Ball holt sich allerdings Mühling vor Philipp, gibt auf die rechte Seite auf Luca Zander. Der nimmt Tempo auf, überquert in dieser Sekunde die Mittellinie. Bedrängt von Brian Hennings, spielt den Ball flach auf Hennings. Hennings will durchstecken, aber da ist zunächst mal Chris Krieger. Chris Krieger legt den Ball kurz auf Henning. Henning dann mit einem steilen Ball nach vorne auf Maseiler. Der kann den Ball per Brust annehmen, klärt ihn dann über den Kopf von Geschwill, kann den Ball dann nachlaufen auf den linken Flügel, ist jetzt da im Zweikampf mit Mühling. Maseiler dringt in den Strafraum ein. Dann gibt es einen Zweikampf zwischen den beiden. Der Ball überquert die Torauslinie. Der Schiedsrichter sagt, Maseiler war es, der zuletzt am Ball war. Demzufolge Abstoß vom Kasten von Nikolai Rehn. Der ist bereits ausgeführt. Und über die linke Seite macht Sandhausen Tempo. Der Ball bei Alexander Fuchs. Der legt zunächst mal zurück und nimmt das Tempo ein wenig raus, indem er auf Tim Knipping gibt. Knipping weiter auf Mühling, der seinerzeit als Alexander Bieler noch geboren wurde und dann nach der Hochzeit den Namen seiner Ehefrau angenommen hat, seither als Alexander Mühling bekannt. Bekannt ist auch Tim Maciejewski dafür, dass er jetzt von der rechten Seite den Einwurf ausführen könnte, gibt aber wenn lieber er den es Ball durfte, an ganz genau. Zander bringt den Ball rein, Lorch aufmerksam, kann den Ball gewinnen, gibt den an Henning. Henning jetzt ganz klein, klein mit Russo, spielt zurück auf Greger, der einfach mit einer Bogenlampe nach vorne. Henning kann den Ball vor Iwina erreichen. Der Ball wird wieder mit einem Pressschlag hochgebracht. Diesmal fliegt er über Olaf Jansen auf die Reservebank. Es gibt Einwurf für die Viktoria. Nein, für den SVS. Maseil hat sich die Kugel geholt, aber es wird doch eine Sache für Zander sein. Der wirft jetzt den Ball ein. Geschwill gibt den Ball weiter auf Fuchs. Der steht am Anschlusskreis noch in der eigenen Hälfte. Probiert das Spiel zu beschleunigen. Gibt jetzt auf den neuen Kapitän des SVS, Knipping. Knipping könnte links rausspielen, tut er jetzt auch. Das ist Fuchs, der spielt zu, der jetzt mit einem Diago auf die rechte Seite. Der Ball fliegt hoch und weit. Zander hat da eine Idee und möchte direkt den Ball gefährlich reinköpfen. Kann aber erstmal rausgeschlagen werden. Es gibt Einwurf. Ja, muss kurz unterbrochen werden, weil zwei Bälle im Spiel waren. Jo. Zander jetzt mit dem Einwurf an die Strafraumkante. Greger kann erstmal rausköpfen. Ball geht an Philipp. Der spielt an Russo, der mit Brian Henning im Doppelpass ohne Raumgewinn schlägt jetzt einfach die Kugel raus. Maseiler gewinnt das Kopfballduell gegen Geschwill, wird danach aber hart fies gelegt. Fies einen in den Rücken mitgegeben, Geschwill. Ja, das sind die Dinger, die wehtun. Genau, aber Freistoß auch richtigerweise erkannt von Schiedsrichter Schwengers.
Der weiterhin die Karten stecken lässt, ne? Weiterhin englische Härte akzeptiert. Absolut richtig, ja. Der Ball ist jetzt gerade in unserem Abwehrzentrum bei Jeremias Lorch. Der spielt auf die halbrechte Seite hinaus zu Michael Schulz. Schulz dreht sich in Richtung des gegnerischen Tores, spielt den Ball da zunächst nochmal auf Bogicevic, der die Mittellinie bereits überquert hat. Da versucht Koronkiewicz, ihm den Ball in den Lauf zu legen. Das war ein bisschen sehr ambitioniert und die Sandhausener sind dazwischen. Alexander Mühling spielt den Ball aus dem Mittelkreis, sucht Frank Iwina auf dem Flügel. Da war zum Glück ein Viktoria-Bein dazwischen. Der Ball jetzt gerade bei Paco. Ach. Dessen Ball nach vorne wird abgegrätscht und tatsächlich war es Paco, der zuletzt am Ball war. Demzufolge Einwurf für Sandhausen, der ist bereits ausgeführt. Und sie spielen sich den Ball jetzt gerade in Höhe der Mittellinie zu Alexander Fuchs auf Jonas Weig. Der geht weiter auf Alexander Mühling, der wiederum zu Alexander Fuchs. Da haben wir Luca Maseiler und David Philipp als unsere Speerspitzen, die das Pressing da anführen. Brian Henning gesellt sich jetzt zu ihnen, da der Ball bei Luca Zander auf der Rechtsverteidigerposition. Der Sandhausener war inzwischen aber schon auf der linken Seite bei Knipping. Der ist jetzt auch mal in die Viktoria-Hälfte eingedrungen. Mühling spielt den Ball weiter auf David Otto. Otto, der legt auf die rechte Seite aus. Da ist Luca Zander viel zu frei. Zander chippt den Ball an den langen Pfosten. Iwina bringt ihn dann mit einer schönen Grätsche in die Mitte. Aber ganz ruhig, ganz sachlich, ganz abgeklärt. Kevin Rauhut schnappt sich den Ball, der da in seinem 5-Meter-Raum gefährlich zu werden drohte, was er dann direkt unterbunden hat, und rollt den Ball jetzt zunächst mal ein zu Michael Schulz. Der spielt den Ball flach auf Bogicevic. Bogicevic legt ab zu Russo. Russo gibt weiter auf Koronkiewicz. Koronkiewicz ins Zentrum zu Jeremias Lorch, der weitergibt auf halblinke Position zu Chris Greger. Ja, die Viktorianer gucken jetzt, ob die Sandhausener ihnen den Gefallen tun und sie stark angehen. Und das tun sie dann tatsächlich, denn Zander gewinnt den Zweikampf gegen Maseiler. Die Flanke kommt in den Strafraum und Chris Greger kann zunächst mal zur Ecke klären. In der, was haben wir, 54., 55. Spielminute Ecke von rechts für den SV Sandhausen. Ja, wahrscheinlich eher so aus der 56. Spielminute. Ich habe eine Minute zu spät erst hier wieder angeschaltet. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt in die 57. Spielminute. Und Alexander Mühling wird diese Ecke hereinbringen. Es ist die zweite Ecke für den SVS. Ecke kommt von rechts rein. Da versammeln sich einige Große am zweiten Pfosten. Auch Ruben Hennings ist da. Ball kommt rein, kann erstmal rausgeklärt werden. Nachschuss geht weit am Tor vorbei. Da war wohl die Fantasie die Mutter der Geschichte. Sehr schön gesagt. Eine Sache von Tim Maszewski, der 22-Jährige, der Neuzugang von Union Berlin, der auch bei der Hertha das Kicken gelernt hat. Ja, hier mit dem gebürtiger Berliner, der müsste dir doch sehr sympathisch sein, Jakob. Ja, ist danach auch zu Union gegangen, also vielleicht auch nicht so ganz. Egal, das ist also auf einem anderen Blatt. Also hier ist der Ball wiederum ins Spiel gebracht worden. Rauhut hat ihn gerade mit einem gefährlichen Ball zu Lorch, und da gibt es den nächsten Eckball. Sowas ist so unnötig. Naja, das ist halt die Gefahr, wenn du hinten rausspielen möchtest. Ja. Somit gibt es jetzt die nächste Ecke. Es ist die dritte, und wir sind in der 58. Spielminute. Die dritte Ecke für den SVS, diesmal von der linken Seite. Eine Aufgabe für ebenfalls Alexander Mühling. Ja, jetzt mit dem rechten Fuß von der linken Seite, also Schnitt zum Tor hin. Alles konzentriert sich auf den 5-Meter-Raum. Alles in Blau und alles in Weiß. Also da stehen nur ganz wenige Spieler, die nicht innerhalb des 5-Meter-Raums sich befinden. Da stehen sie am ersten Pfosten mit ungefähr 12 Mann, beide Mannschaften. Das ist sehr, sehr, sehr eng. Ich hoffe, dass Kevin Rauhut da einsteigen kann. Aber erstmal wird nichts. Nachschuss, auch geblockt von Maseiler. Sehr stark. Jetzt muss die Viktoria sich lösen. Sieht ein bisschen konfus aus, wie sie da an der 16er-Kante stehen. Rufen Hennings nimmt sich jetzt ein Herz. Hereingabe starke ist gut. Lor, ich kann ihn erstmal noch rausköpfen. Jetzt ist Mühling an der Grundlinie am Ball. Kein Abseits gewesen. Flache Hereingabe diesmal. Schulz kann klären. Es gibt die nächste Ecke. Oh Mann, jetzt sind wir echt in richtiger Bedrängnis. Jetzt heißt es wirklich gegenhalten. Jetzt werden sie hinten reingedrückt. 59. Spielminute. Jetzt darf sich Frank Iwina mal an der Ecke versuchen. Ja, weil sie wahrscheinlich jetzt gemerkt haben, unser Mühling, der ist ja auch 1,86. Ja, ja, aber der macht das jetzt mal kurz. Macht kurz auf Jonas Weig. Jonas Weig mit der Hereingabe an den zweiten Pfosten. Oh. Kevin Rauhut, ganz souverän, pflückt er den Ball herunter aus der Kurpfälzer Luft hier im GP Stadion am Hartwald, 59. Spielminute, wo die Viktoria nach wie vor mit 2:1 führt, durch Treffer von Stefano Russo und Luca Maseiler bei einem Gegentreffer von David Otto. Michael Schulz führt den Ball jetzt bei uns im eigenen Strafraum, spielt zunächst mal zurück zu Rauhut, der direkt weitergibt auf Chris Greger. Greger dann mit einem weiten Ball in die gegnerische Hälfte, den kann David Philipp erlaufen, nimmt direkt Luca Maseiler mit, das war stark gespielt. Maseiler dribbelt jetzt in Richtung Strafraum, nimmt Philipp mit, Flip ist auf halblinker Position bereits im Strafraum, zieht dann einfach mal aufs kurze Eck, ja warum denn nicht? Aber Nikolai Rehn, muss man auch sagen, klärt da ganz gut den Ball zur
Ecke für die Viktoria, die jetzt von der linken Seite kommen wird. Da sind jetzt im Moment... Philipp will es nicht. Philipp holt sich einen Ball. Donny Bogicevic läuft als Kurzspielvariante ein. Ansonsten haben wir wieder alle Großen am zweiten Pfosten. Ich sehe da einen Russo, ich sehe da einen Krieger, einen Lorch, einen Schulz. Korunkiewicz macht den letzten Mann. Philipp nimmt er die Hand hoch, die rechte Hand geht hoch. Jetzt die Hereingabe an den ersten Pfosten. Kann erstmal weggeleitet werden. Korunkiewicz mit dem Schuss am Vorderbein vorbei. Ball immer noch heiß. Kann jetzt geklärt werden vom SVS. Wird der Konter eingeleitet. Niklas May als letzter Mann. Das macht er ganz stark. Macht wieder ganz ruhig zurück auf Kevin Raut, der da angelaufen wird von Jonas Weig. Aber auch der Kevin Raut macht das unglaublich souverän, wie er das souverän klärt, dass Jonas Weig nicht den Ball erlaufen und erreichen kann. Der Ball jetzt gerade auf der linken Seite bei Niklas May, der spielt erneut zurück auf Raut. Da darf Ron Ibinar schon wieder. Der Mann hat mehr Körner als jeder andere. Aber also wirklich. Unglaublich. Lorch mal. Einfach mit einem straighten Ball nach vorne. Und da ist Masaila dazwischen. Masaila! Ja! Ja! Heile Scheiße! Was in Gottes Namen war das denn? Lorch. 61. Spielminute. Ey, und Lorch läuft jetzt auch übers ganze Spielfeld, um den abzuklatschen, der diesen Ball verwertet hat. Da nimmt er sich einfach ein Herz, steht wenige Meter vor seinem eigenen Strafraum und spielt einfach einen langen Ball. Kein Problem eigentlich. SVS ist da, springt aber, ich habe nicht gesehen, wer es genau war, unterm Ball weg. Ich glaube, es war Zander, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und so taucht auf einmal Luca Masaila vor, Renen auf und düpiert diesen. Der kann zwar noch die Pranke irgendwie an den Ball kriegen, oder war es die Schulter, aber der Ball trudelt und kullert Richtung Tor und überquert dann die Torlinie zum 3:1 für die Viktoria. Und das war eine ganz, ganz extreme Parallele zum 1:0 letzte Woche gegen den MSV Duisburg, denn das Tor ist im Endeffekt fast auf exakt dieselbe Weise entstanden. Weiter Ball von Lorch, Masaila erläuft ihn, kommt am Gegenspieler vorbei und düpiert den Torwart. Dieses Mal war es nicht mit dem Kopf, wie gegen die Duisburger, aber im Endeffekt völlig egal, mit welchem Körperteil Luca Masaila die Tore macht, solange er sie macht. Genau, und das ist es. So steht es jetzt hier 3:1 für die Viktoria, ja, nach inzwischen fast 62 gespielten Minuten. Und man hört tatsächlich gerade nur den Gästeblock, wo die Anzahl der blanken Oberkörper proportional zunimmt mit der Anzahl der erzielten Tore. Exponentiell, würde ich dazu was sagen. Wenn nicht sogar exponentiell. Sehr schön, Jakob. Vielen Dank dafür. Wir sehen mittlerweile Mühling, wie er den Ball verliert an Russo. Das ist tief in der Hälfte der Viktoria zentral. Jetzt wird der Ball links rausgespielt auf den SVS-Spieler, der zurückgibt an Knipping. Tim Knipping, mittlerweile der Kapitän des SVS, spielt wieder links raus. Das ist Weig. Jonas Weig. Oh, schöne Hereingabe. Schulz kann aber den Ball wieder rausköpfen. Russo kriegt den Ball. Einmal angetäuscht, zwei Spieler düpiert und dann rechts raus auf Donny Bogicevic. Der zurück an Russo. Und jetzt lässt die Viktoria es ruhig angehen. Korunkiewicz kriegt den Ball, spielt den an seinen Kapitän, an Schulz. Der findet Russo, der wieder zurück an Schulz und der spielt zurück auf Rauhut. Der SVS also wieder in der alten Position, wo er gezwungen ist, lange Wege zu gehen. Ball kommt jetzt auf die linke Seite zu Niklas May. Der findet Masaila. Masaila kriegt es irgendwie mal wieder mit irgendeinem Körperteil geschafft, ja, diesen Ball ehrlich zu blocken. Spielt ihn weiter auf Philipp. Philipp kann ihn in erster Instanz nicht kriegen. Ah, dann will er ihn nochmal anspielen. Aber in zweiter Instanz geht der Ball ins Seiten aus. Dieses Mal keine Möglichkeit für Olaf Jansen, den Trainer von Viktoria Köln, diesen Ball zu fangen, denn er geht hoch und weit über ihn hinweg. Es gibt einen Wurf von ungefähr 20 Meter weiter Richtung Viktoria-Tor, was auch Patrick Schwengers mehrfach abgepfiffen hat. Und deswegen Zander. Der ignoriert einfach, dass der Schiedsrichter ihn dreimal darauf hinweist, dass er bitte weiter zurückgehen soll, um den Einwurf auszuführen. Das ist vielleicht, was du kriegst dafür, dass du keine gelben Karten zeigst. Wenn der jetzt schon 8 gelbe Karten heute gezeigt hätte, glaub mir, du würdest genau dahin stehen, dich hinstellen, das wo der ist, will. Das ist tatsächlich ein Punkt, ja, das ist wahr. Aber man muss es natürlich auch den Frustrationen so ein Stück weit bei den Sandhausenern verstehen. Man muss sich das mal vorstellen. Die werden in der Halbzeit eine tierische Ansage bekommen haben von ihrem Trainer. Kommen hochmotiviert raus, schießen unmittelbar den Anschlusstreffer. Und dann kriegst du so ein doofes Ding im Endeffekt, was dich wieder in 2-Tore-Rückstand verfrachtet. Und ja, und das als solche Mannschaft, die gerade erst in diese Liga abgestiegen ist und die wieder hoch möchte, da kommen schon einige Komponenten zusammen. Ja. Komponenten zusammen kommen aber jetzt auf dem Spielfeld. Der Niklas May, sein Ball nach vorne wurde gerade geblockt. Er bekommt einen zweiten Versuch, eine zweite Chance. Da mokieren bzw. monieren die Zuschauer, dass der Ball das Tor aus überquert hätte und es Ecke geben müsste. Aber der Unparteiische stand direkt daneben. Für mich war es auch der Ball schon im Seiten, im Tor aus. Aber
der stand noch besser, als wir es sehen konnten. Genau. Und somit läuft jetzt der Konter der Viktoria. Naja, Konter kann man nicht so richtig sagen. Der Ball von Russo ein bisschen verschleppt, jetzt zu Paco Konkiewicz gebracht. Und der bringt den erstmal wieder zurück in den Abwehrverbund. Schulz im Doppelpass mit Henning. Ohne Raumgewinn lassen Ruben Hennings und Evina gut laufen. Schulz mit aller Abgeklärtheit hier gegen Ruben Hennings. Der hat wirklich gar keinen Respekt gegenüber dem Alter. So, Masaila lässt zum wievielten Mal heute Zander aussteigen, spielt dann einen geilen Ball auf Mai. Ach, schade. Ah, dem verspringt die Kugel ein bisschen und somit kann Geschwill die aufnehmen und zu Zander bringen. Ball ist auf der rechten Seite, jetzt schon in der Hälfte der Viktoria. Das ist Maschewski, der schon wieder die Seite getauscht hat, jetzt auf der rechten Seite aktiv, glaube ich, nachdem Ruben Henning sich viel zentraler bewegt. Der Ball geht jetzt links raus, da kommt Knipping an den Ball, probiert eine Hereingabe zu machen, bleibt bei Donny Bukicevic hängen. Brian Henning kann den Ball klären. Ziemlich humorlos. Ich wollte gerade sagen, humorlos as humorlos can be. Brian Henning, wunderschön. So, im Mittelkreis, nicht ganz so wunderschön, dass da Max Geschwill den Ball hat, aber wir können damit leben, da wir 3-1 führen. Spielt den Ball auf rechts auf Luca Zander. Der gibt auf Mühling, Mühling mit einem Ball in die Tiefe. Den lässt Maciejewski schön auf rechts prallen zu Alexander Fuchs. Der Ball kommt in die Mitte vollkommen problemlos, kann unsere Hintermannschaft den Ball rausklären. Der Ball in den Sandhausener Hälfte. Da kommt Nikola Rehn, weit aus seinem Kasten, um Tim Knipping den Ball zuzuspielen. Jetzt hören wir gerade mal kurz die Zuschauerzahl uns an. 3.385 Zuschauer heute hier am Hartwald. Das ist deutlich unter Saisonschnitt, denn der lag bisher bei 5.005 Zuschauern hier. Ja, ich meine, das Stadion hat Platz für 15.000 Mann. Man merkt es auch, ne? Also selbst der Fanblock ist überschaubar gefüllt, sage ich mal so. Verwirrend etwas für mich, weil man hat hier bestes Fußballwetter. Ich weiß ja nicht, was so ein Ticket kostet. Hereingabe von Zander. Entschuldigung, muss ich mal ganz kurz mein Gespräch, was nichts mit Fußball zu tun hat, unterbrechen, um über Fußball zu reden. Aber kein Problem. Die Hereingabe geht ihm etwas, geht nicht so zentral, wie er sie gerne wollte. Und somit kann Raut sie offen. Raut wirft ab auf Lorch. Lorch spielt links raus auf Mai. Oh, Mai zieht rein, zieht schön. Zwei Mann auf sich, findet dann Henning. Ach, Henning im Pass. Richtigen Moment auf Bukicevic. Bukicevic allein vor Rehnen. Ganz minimal, und da ist jemand liegen geblieben. Ja, Henning, nachdem er diese Zuckervorlage gemacht hat, wird er von Ruven Hennings, muss man da ein bisschen deutlicher betonen, dass man Henning und Hennings nicht durcheinander bringt, Ruven Hennings gelegt und liegt auch immer noch. Aber jetzt kommen erstmal Auswechslungen. Und zwar kommt Simon Hantl für Donny Bogicevic in die Partie in der 67. Spielminute, wo die Viktoria 3-1 hier führt im GP-Stadion am Hartwald. Jetzt wird es gerade ein bisschen ruhig um uns rum, da die Partie noch unterbrochen ist und die Mannschaften, beziehungsweise eigentlich vornehmlich unsere Mannschaft, die Pause nutzt, um kurz was zu trinken. Da sehen wir auch tatsächlich Verbrüderungsszenen, denn Luka Masaila hat Tim Maciejewski einen Schluck aus seiner Pulle abgegeben. Oh, das ist aber cool. Ne, das ist Fair Play, würde ich auch sagen. Also Simon Hantle in die Partie gekommen für Donny Bogicevic. Bogicevic hatte heute einige unglückliche Szenen, aber nichtsdestotrotz freut uns das sehr, dass er nach seiner Verletzung wieder im Kader ist. Und er hat vor allen Dingen in der Vergangenheit schon gezeigt, dass die Spiele, wo er zunächst mal unglücklich agiert, die Spiele sind, wo meistens danach was Geniales von ihm folgt. Dafür werden jetzt die Körner noch nicht gereicht haben für 90 Minuten, aber es gibt ja auch am Dienstag bereits die nächste Möglichkeit. Oh, Niklas Mai schlägt Brian Henning auf die Reise. Da kann gerade noch abgelaufen werden von Zander. Zander spielt dann den langen Ball raus, um zu klären. Der geht aber direkt wieder in den Verbund der Viktoria über. Schulz mit einem schönen, weiten Ball an die linke Eckfahne zu Niklas Mai. Oh, der lässt Zander aussteigen, dringt in den Strafraum ein. Spielt zu Philipp. Philipp kann sich drehen, Philipp kann anschließen. Wird gerade noch so geblockt. Jetzt kann gekontert werden. Wenn sie denn so wünschen. Nein, sagt Paco Koronkiewicz. Hält seinen rechten Fuß rein und der Ball geht ins linke Seitenhaus, noch in der Hälfte des SVS. So. Beim Abschluss von David Philipp war es leider der falsche Fuß, weil er musste sich den Ball, er hatte keine andere Möglichkeit, als sich den Ball auf den rechten Fuß zu legen. Und das ist halt nicht sein starker. Deswegen ja, aber erschreckend muss ich ganz ehrlich sagen, dass, sie haben 3 Auswechslungen vorgenommen, sich etwas offensiver dadurch eingestellt, die Sandhäuser, zur Halbzeit. Aber anscheinend haben sie damit auch ein riesiges Loch in die Abwehr gerissen. Denn meistens reicht jetzt ein Chipball, um die defensive Mittelfeld zu überbrücken und danach ist es echt frei. Jetzt das mal wieder. Allerdings, ja. Brian Henning spielt auf Masaila. Da muss Fuchs das taktische ziehen. Brian Henning mit einem schnellen Diagonalball. Hantle wäre frei, aber dann zeigen sie an. Wechsel oder? Oder nee, ich glaube, der Ball war noch am Rollen, als Henning den Freistoß ausgeführt hat. Alles klar.
Schade, war eine schöne Diagonalballidee und war auch der erste Ballkontakt, wäre der erste Ballkontakt gewesen von Simon Handle. Macht nichts, nehmen wir den nächsten Anlauf. Der Edelreservist, muss ich da ganz ehrlich sagen. Absolut. Also wenn Fußball von zwölf Leuten gespielt werden würde, würde ich mir sicher sein, dass der mitmachen würde. Aber sein großer Vorteil ist natürlich, dass er jede Position spielen kann. Und dadurch übernimmt er jetzt hier, ich würde sagen, offensiv ein bisschen rechts, aber offensives Mittelfeld. So. Jetzt ist es die Viktoria mit einem Ballgewinn. Handle am Ball, kriegt den weiter an Philipp. Ach, Philipp gegen zwei Mann, kann sich durchsetzen, spielt zurück auf Handle. In letzter Instanz ist es Max Schwill, der den Ball da noch aufnehmen kann und weiterleiten kann an Rehnen. Der spielt den Ball links raus und jetzt ist es Jonas Weig. Der kann den Ball weit in der eigenen Hälfte tragen, dringt jetzt in die Hälfte der Viktoria ein, wird von Handle gestellt und kann deswegen nicht weitermachen. Spielt zurück auf Tim Knipping. Tim Knipping auf Alexander Fuchs. Der Mann, der von Klagenfurt kam. Jetzt kommt der Ball rechts auf Zander. Steht an der Seitenauslinie, wird von Brian Henning gedeckt. Und über Umwege kommt jetzt der Ball zu Max Geschwill. Das ist gerade der letzte Mann beim SVS. Steht an der Mittellinie und man hört es hinter mir, rufen die ersten Fans schon, pfui. Wollen mehr Offensivaktionen sehen, aber der SVS weiß zurzeit nicht so richtig, ganz genau, wie sie diese ganzen eigentlich sehr guten Offensivspieler wie Otto, wie Hennings einsetzen sollen. Das liegt aber auch daran, das muss man ganz klar sagen, dass unsere Jungs die Passwege richtig gut zustellen, das Spiel schön eng machen und natürlich und auch kontern. Jederzeit auf Konter lauern. Genauso wie jetzt Henning den Ball wunderbar steil spielt auf David Philipp. Das ist ein 2 gegen 2. Henning und Masaila ist freigelaufen. Philipp macht es selbst. Zieht aufs kurze Eck und trifft leider nur das Außennetz. Ja. Naja, nachdem er vorhin schon Masaila so wunderbar eingesetzt hat, hat er gedacht, dieses Mal probiere ich es jetzt wirklich mal selber. Der Masaila war auch gut gedeckt. Also das muss man sagen, in der 70. Spielminute hier war das jetzt nicht die verkehrte Art und Weise, den Abschluss selber zu suchen. Die verkehrte Art und Weise ist es auch grundsätzlich niemals Sok Chu Hong einzuwechseln, denn das wird jetzt gleich passieren. Yes! Und dazu kommt auch noch unser eigentlicher etatmäßiger Kapitän, der Kaktus Moritz Fritz, in die Partie. Und ihr habt schon gehört an der Reaktion von Jakob, ihr wisst es auch, wir sind alle bei Fußballradio Schelsig natürlich große Fans von Viktoria und von jedem unserer Spieler, aber wir haben alle ein besonderes Herz für Sok Chu Hong. Ein besonderes Herz haben wir jetzt auch gerade für Tim Maciejewski, denn der ist von dem herauseilenden Kevin Rauhut, der einem weiten Ball entgegengesprungen ist, ziemlich ausgenockt worden, wie es scheint. Ja. Der Schiedsrichter ruft sofort die Betreuer herbei. Kevin Rauhut ist auch dabei, ruft auch die Schiedsrichter dabei. Man muss dazu allerdings sagen, ich hatte in erster Instanz eher Angst um Kevin Rauhut, denn der wurde, als er gerade am höchsten war in der Luft, genau, da hat er sich in der Luft quasi gedreht. Ja, und dann wurde er gefällt von Maciejewski. Dummerweise muss Maciejewski sich dabei etwas mehr verletzt haben. Aber Rauhut, Fairplay, wie er ist, hilft gerade auch Maciejewski ein bisschen auf. Und der sitzt zumindest auch schon mal wieder. Also ist jetzt nicht irgendwie ausgenockt oder irgendwas. Die Mannschaften sind hier vorne unter uns an der Seitenauslinie, trinken alle nochmal was, bekommen auch nochmal vereinzelt taktische Anweisungen. Da ist natürlich Danny Galm in erster Linie im Moment aktiv. Olaf Janssen hat gar nicht viel Grund, irgendwas zu meckern, denn wir machen das defensiv im Moment ganz herausragend und kommen immer wieder dazu, in die Position durch Konter gefährliche Nadelstiche zu setzen. Insofern also für Viktoria läuft hier demnächst zunächst mal alles nach Plan. Das sieht auf Sandhausener Seite ganz anders aus, weswegen da auch gleich ein Wechsel ansteht. Das kann ich schon mal sagen. Burcu. Genau, richtig. Da steht Livan Burcu bereit. Der gebürtige Frankfurter Junge, der in seiner Jugend aber nicht nur für beide große Frankfurter Vereine, sondern auch Beşiktaş Istanbul und den SV Sandhausen gespielt hat. Und in dieser Saison. Was ist denn das für eine Kombi? Ja, es ist eine geile Kombi, ne? FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Beşiktaş Istanbul, SV Sandhausen. Talking about a Karriereknick. Hey, es kann ja alles noch werden. Der natürlich, er ist noch jung. Ja, genau. Der Ball ist auch mittlerweile wieder im Spiel. Schulz schiebt einfach mal einen sehr langen Ball auf Handle, der im Laufduell mit zwei Sandhäusern kann es nicht schaffen, den Ball noch unter Kontrolle zu bringen, bevor der übers Tor ausgeht. Somit gibt es Abschlag für den SV Sandhausen. Ball ist auch mittlerweile wieder ins Spiel gebracht. Das ist Tim Knipping, der Kapitän, der kurz angespielt wird. Viktoria lässt den Sandhäusern die ersten 30 Metern for free. Jetzt läuft Philipp an, deswegen spielt Knipping links raus auf Weig. Jonas Weig aus der Hoffenheimer Jugend. Spiel zurück auf Knipping. Knipping überquert die Mittellinie, findet jetzt links Elvina. Elvina mit einem diagonalen Ball auf Zander. Der steht jetzt an der rechten Seitenauslinie.
Schöner Doppelpass, aber er will einen doppelten Doppelpass machen und der ist dann einer zu viel. Somit geht jetzt die Pille an Russo. Russo will Philipp anspielen, aber Knipping ist schneller, gedankenschneller. Kriegt die Kugel unter Kontrolle, spielt links raus auf Weig, kriegt jetzt die Kugel aber wieder zurück, steht im Anstoßkreis. Spielt auf Mühling, der Sechser spielt wieder links raus auf Jonas Weig. Jonas Weig findet Patrick wieder. Der setzt sich da stark durch. Ja, aber dann seine Hereingabe ist überhaupt nichts mehr. Umso schlechter, ganz genau. Die 75. Spielminute ist angebrochen hier im GP-Stadion am Hartwald. Und wir haben einen Doppelwechsel bei der Viktoria. David Philipp wird zunächst mal angezeigt, dass er den Platz verlässt. Hat sich vor allen Dingen durch die herausragende Vorarbeit vom 2:0 von Luca Masaila ausgezeichnet. Und der ist genau der zweite Spieler, der den Platz verlassen wird. Hineinkommen der von uns bereits so gelobte, lobgepriesene und geforderte Sok Chu-Hong. Und nicht minder gerne haben wir unseren Kapitän, unseren Captain Kaktus Moritz Fritz. Die beiden werden jetzt gleich den Platz betreten. Zugleich gibt es auch einen Wechsel bei Sandhausen. Da ist Tim Maciejewski, der vorhin noch so angenockte oder zumindest den es da erwischt hat. Der geht jetzt tatsächlich auch raus. Für ihn Livan Burcu, wie bereits besprochen, der Mann mit dem Karriereknick, der da jetzt in die Partie kommt. Aber er ist 18 Jahre jung, also da würde ich noch nicht von Karriereknick reden. Richtig, richtig, muss man ja auch fair machen. So, der Ball von der Viktoria wieder ins Spiel gebracht, direkt zu Sok Chu-Hong gesucht. Allerdings kann der SVS-Abwehrverbund den Ball erstmal ins Ausköpfen. Es gibt Einwurf, ungefähr 35 Meter von der rechten Eckfahne des SVS entfernt. Eine Sache für P zu dem A, zu dem C, zu dem Okonkiewicz. Der spielt zurück auf Schulz, Schulz auf Innenverteidiger Lorch, Lorch auf linken Verteidiger Greger. Greger wird angelaufen von Burcu, kriegt den Ball aber noch rechtzeitig zu Mai. Der steht an der Mittellinie. Ey, und der zeigt erstmal Burcu, wie so ein Hackentrick funktioniert. Burcu fällt ihn darauf hin, es gibt Freistoß, aber Burcu ist wenigstens so freundlich und holt ihm den Ball zurück. Freistoß ausgeführt, spielt zurück auf Greger, dann zurück auf Innenverteidiger Lorch. Lorch steht ein paar Meter vor dem eigenen 16er, spielt zurück auf Greger. Greger jetzt mit einem weiten, langen Ball sucht Handle. Der ist nicht ins Kopfballduell gekommen. Erstaunlicherweise, ja. Kriegt allerdings seinen Kopf an den zweiten Ball. Schön jetzt hier jetzt Russo, der den Passweg zustellt. Und weiter geht's direkt über die linke Seite, über Niklas Mai. Der spielt steil auf Simon Hantle. Simon Hantle auf dem linken Flügel, spielt dann in die Mitte. Da kann sich Sok Chu-Hong nicht gegen Tim Knipping durchsetzen. Knipping gibt auf Geschwill, Geschwill spielt zurück auf Rehnen. Der wird angelaufen von Niklas Mai, spielt deswegen einen relativ unkontrollierten Ball. Da steht sowas von einem Seitz. Und dann Mai leider im Abseits. Hätte nicht zum Ball gehen dürfen, dadurch wurde er aktiv im Abseits und dadurch mussten die Schiedsrichter bzw. die Unparteiischen das markieren und auch abpfeifen. Sandhausen baut das Spiel jetzt neu auf, während hier, glaube ich, gerade die Straßenbahn hält. Ja, 77. Spielminute ist bestimmt hier das Zeichen für die Sandhausener Straßenbahn. Ja. Achso, da werden die Zwischenergebnisse präsentiert. Aber die interessieren uns ja erstmal nichts. Uns interessiert, dass die Sandhausener einen Ball in den Strafraum bringen. Der kann jetzt sogar im Strafraum von Otto verarbeitet werden. Aber der wird verfolgt von Lorch, eigentlich unserem besten Mann zurzeit. Ah, die Hereingabe kommt wirklich an ihm vorbei. Aber da ist noch Moritz Fritz. Und der kann vor dem Einschuss bereiten Alexander Fuchs den die Kugel ins Ausspielen. Somit gibt es Einwurf ungefähr 20 Meter entfernt von unserer rechten Eckfahne. Eine Sache für Luca Milan Zander. Der sucht Burcu. Burcu wird erstmal gelegt von Mai. Die beiden Jungspunde im Duell. Jetzt kommt Henning noch dazu. Ah, jetzt kommt auch noch Zander dazu. Jetzt stolpern alle übereinander und der Ball geht wieder ins Seitenraum. Dann sagt Moritz Fritz, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich spiele den jetzt erstmal ins Seitenraum. Ja, bitte fangt das Ganze mal von vorne an. So, und so sieht es nämlich jetzt auch aus mit einem Einwurf von Luca Zander. Oh nee. Lorch zeigt an, er will ausgewechselt werden. Oder hat er nur einen Krampf? Auf jeden Fall kommt unser Krankenpersonal. Ja, Lorch liegt am Boden. Chris Greger steht bei ihm und scheint ihm das Bein gedehnt Scheiße, zu haben. Scheiße, auch Chris Greger sagt, Auswechslung ist vonnöten. Wer ist denn unser Innenverteidiger, den wir hier bringen können? Kubata wäre noch eine Variante. Was mit Sticker? Sticker sehe ich jetzt eher als Flügelschienenspieler. Aber den könntest du trotzdem bringen und dann lässt er halt Handle in die Abwehr absolut, übergehen. Absolut, absolut. Also da wären jetzt beide Varianten denkbar. Olaf Jansen und Markus Sprenzka gucken auch ganz interessiert in die Richtung. Wir sehen jetzt auch den Kopf von Hagen Papst, der aufgetaucht ist. Ah, okay, jetzt wird hier ein wenig was gezeigt. Hagen hat jetzt mit der Leuchttafel quasi dem Ersatzspieler Becker. André Becker signalisiert, dass er bitte zur Bank kommen möge, ganz genau. Während auf Sandhausener Seite sich da auch noch ein weiterer Wechsel andeutet. Muss ich aber jetzt ehrlich gestehen, dass ich am Hinterkopf die Sandhausener Spieler nicht unterscheiden kann. André Becker mit seinen 1,97 Meter, der ist, auch da wir ihn ganz gut kennen, für uns natürlich deutlich leichter zu identifizieren.
Oh, ich hoffe, bei Lorch ist es keine schlimme Sache. Einfach bitte lass es einfach irgend so ein scheiß Außenband sein. Das wäre so bitter. Der ist die letzten zwei Jahre fast nur verletzt gewesen, kommt jetzt wieder zurück, hat sich seinen Stammplatz zurückerobert. Ist so stark zurückgekommen. So stark, ganz genau. Ah, naja, also ich meine, er kann selbstständig laufen. Er legt sich jetzt direkt hier hinter der Torauslinie wieder hin und lässt sich erstmal verarzten. Hoffen wir das Beste und achten wir wieder aufs Spiel. Auf jeden Fall kommt jetzt in der 79. Minute André Becker für ihn in die Partie. Jeremias Lorch, wir wünschen alles erdenklich Gute und könnten das wirklich nur noch mal ganz, ganz deutlich sagen. Wir hoffen, dass das nichts Schlimmes ist. Der Ball ist zurück im Spiel. Henning will den Ball da klären und heieieiei. Ja, da würde ich mich auch aufregen, wenn ich Alexander Fuchs heißen würde. Der kriegt aus ganz spitzem Winkel, aus 5 Metern Entfernung, aber ganz, ganz spitzer Winkel, es irgendwie hin, dass alle Viktoria-Spieler über den Ball stolpern, nur er nicht. Dann schließt er ab, aber der Ball geht trotzdem am Tor vorbei. Ins Tor aus? Nein, ins Seiten aus. Es gibt Einwurf von der linken Eckfahne für Viktoria, wo hier jetzt eine weitere Auswechslung stattfindet. Und zwar kommt die Nummer 8 ins Spiel. Das ist Richard Meyer, ein weiterer Offensivkraft, ein Stürmer. Ich habe jetzt aber nicht gesehen. David Otto hat für ihn den Platz verlassen. Also positionsgetreuer Wechsel. Richard Meyer, ein 19-jähriger Angreifer aus der Jugend des FC Magdeburg. Auch zu dieser Saison neu hier nach Sandhausen gewechselt, macht jetzt bereits immerhin schon sein 4. Saisonspiel. Ja, Sandhausen hat ja sowieso eine schöne Kombination, finde ich, aus eingesessenen, sehr erfahrenen Spielern und Jungspunden, die sich noch in der 3. Liga zu beweisen haben. Werden wir mal sehen, was passiert. Jetzt kommt hier erstmal ein weiter Einwurf von Sandhausen. Ball kann von Burcu aufgenommen werden, der ist im Strafraum. Der schließt nicht ab, sondern tänzelt noch ein bisschen, bevor er abschließt. Deswegen kann die Viktoria sich neu formieren, den Fuß dazwischen halten. Und somit gibt es jetzt nochmal einen Einwurf von der linken Seite. 5 Meter entfernt von der linken Eckfahne. Eine Sache für den SV Sandhausen. Da nehmen sie wirklich ganz weiten Anlauf. Ball kommt rein. Olaf Janssen war da gerade aufgesprungen von der Trainerbank. Sehr unzufrieden damit, wie unsere Defensive sich da positioniert hat, wie sie das quasi angegangen ist, das zu verteidigen. Hat er sich da mehr körperliche Präsenz gewünscht. Ja. Mal sehen, ob wir die jetzt bei der Ecke von der Sandhausen bekommen. Genau, weil die Hereingabe wurde von Becker ins Ausgeköpft. Jetzt kommt die Ecke. Beide Arme gehen hoch. Bei Mühling ist das, glaube ich, der die schießt. Ball geht an den zweiten Pfosten, an Freudenfeld vorbei. Da ist Rufen Hennings an der 16er-Kante. Zweite Hereingabe. Oh. Und Becker humorlos erneut zur Ecke rausgeköpft. Hat schon ein feines linkes Hüßchen, der Rufen Hennings, muss man ganz klar sagen. Der hat da schon den Winkel anvisiert gehabt. Oder halt die Hoffnung vielleicht, dass da sogar noch jemand seinen Scheitel reinhält. Ist beides nicht passiert. Ecke jetzt also von der linken Seite. Das ist Franck Ivinar mit dem rechten Fußschnitt zum Tor hin. Simon Handle verteidigt sozusagen den Raum, der Ball aber mit Schnitt aufs Tor rausgeklärt. Und dann ist er genau bei Handle und Handle könnte jetzt den Konter einleiten. Spielt zunächst mal auf Koronkiewicz, der auf der linken Seite, das ist etwas ungewohnt für ihn, aber mit viel Tempo den Ball weitergibt auf eben jenen Simon Handle, der noch weiter links raus auf Brian Henning. Inzwischen haben die Sandhausener sich hinten formiert, sodass Henning zunächst mal mit einem Pass zurück auf Russo auch das Spiel zunächst mal beruhigt. Der gibt dann noch weiter zurück auf Fritz, der jetzt der zentrale Mann in unserer Dreierkette ist. Ballbesitz also ganz souverän, ganz sicher erstmal in unseren eigenen Reihen. Dann machen wir es aber auch wieder schnell. Mai auf der linken Seite spielt schön in den Strafraum auf André Becker, der legt zurück und da kommt am langen Pfosten Paco zur Gelegenheit, aber vorher abgepfiffen aufgrund einer, ich glaube, Abseitsposition. Abseitsposition wurde angezeigt vom unparteiischen Schwengers. Becker anscheinend etwas im Abseits gewesen. Ein schöner Angriff, der jetzt auch zeigt, wie dominierend die Viktoria aufspielen kann, weil sie müssen die Angriffe nicht zu Ende spielen. Sie können sich auch einfach nach einem Dreiviertelangriff wieder umdrehen und den Ball in die eigenen Spiel reinspielen. Aber der SVS kommt erstmal über die linke Seite. Das ist Elvina mit einer Hereingabe. Aber Greger kann ihn in erster Instanz rausspielen. Vom Ball kommt zu Handle, wird jetzt am Becker weitergeleitet. Da bewegt die Viktoria sich zu wenig. Ball geht zurück an Henning und der einfach mit einem weiten Ball soll doch So Chuong hinterher rennen. Das macht er auch und er kann so richtig giftig den Aufbau von SVS ein bisschen in Gefahr bringen. Der kann sich jetzt trotzdem lösen. Der Ball kommt an Burcu, der steht zentral, 35 Meter vorm Tor der Viktoria, spielt jetzt rechts raus auf Zander. Gefühlvoll, bringt den Ball an den zweiten Pfosten. Ah, aber da steht der Kaktus. Nein, das war Michael Schulz. Das war Michael Schulz. Richtig. Dann Ball geht über Handle und kann so rausgespielt werden. Geht genau an der Mittellinie ins linke Seitenhaus. Einwurf für den SV Sandhausen, den hat Tim Knipping bereits ausgeführt. Zunächst mal zurück auf Nikolai Rehn, der sehr weit dem eigenen 16er enteilt ist, den Ball weitergibt auf Alexander Fuchs, der jetzt im Spielaufbau immer wieder sehr stark involviert ist bei den Sandhausern. Der Ball aufrechts von Zander mit einer weiten Flanke in den Strafraum.
gebracht. Zunächst mal kein Problem, den zu klären. Und dann ist der Ball plötzlich an der Latte. Denn der Ball wurde geklärt aus unserem eigenen Strafraum. Mühling brachte ihn aber direkt weiter auf Hennings. Hennings einfach nur den Fuß reingehalten, quasi, um den Ball zu verlängern. Der Ball in Form einer Bogenlampe über Kevin Rahut hinweg an die Latte geklatscht. Aber gar kein Problem, den Ball dann, den Abprallenden dort aufzunehmen. Der Ball inzwischen auch schon wieder im Spiel bei Koronkiewicz, der die rechte Linie entlang sucht, der Handle. Handle nimmt Moritz Fritz mit, der da jetzt mal ein Stückchen aus dem eigenen Abwehrverbund nach vorne geeilt ist. Dann folgt leider ein Fehlpass, den Tim Knipping aufnehmen kann. Wird bedrängt von André Becker. Und das ist gemein. Nur weil der Becker größer ist, ist es nicht immer direkt ein Foul. Ja, finde ich auch. Ball wird allerdings direkt weitergespielt an Zander auf der rechten Seite. Der verspringt ihm ein bisschen. Sochu Hong ist bei ihm, deswegen muss er abdrehen und spielt zurück auf Geschwill. Geschwill bringt den Ball über Mühling. Aber da kann der Ball abgenommen werden von Henning. Der setzt jetzt Sochu Hong ein. Sochu Hong hat nur noch einen Spieler vor sich, kann den Ball aber nicht ganz so schnell dribbeln, zieht jetzt in die Zentrale, spielt rechts raus auf Handle, der kann im Strafraum abziehen, der legt nochmal quer. Ah, und da kommt einer reingeraufen vom SVS und kann gerade noch so diesen Angriff beenden. Und somit gibt es einen Wurf, 5 Meter von der rechten Eckfahne entfernt beim SVS. Eine Sache für Patrick Koronkiewicz. Und dem sieht man an, dass wir in der 85. Spielminute sind. Der lässt sich jetzt so Zeit, so wie wenn ich Jogger und auf dem letzten Kilometer bin. Ist das so, ja? Weiß ich nicht. Ich laufe nicht 12 Kilometer so wie du, ey. Ach, schön. Haben wir das auch untergebracht. Freue ich mich doch. So, es gibt einen Wurf. Paco Koronkiewicz ebenfalls macht den Rufen Hennings und schiebt erstmal eine Toblerone weg. Jetzt weiter Einwurf, fast bis an den Fünfer. Ball spielt ein bisschen Flipper. Jetzt macht Niklas May. Ach, ein kleines Torschüsschen. Ja, aber wenn der einen Volley mit rechts verwandelt, der Niklas May, ich glaube, an dem Tag, da glaube ich auch wieder an den Weihnachtsmann, wenn das passiert ist. Tja, ich glaube jetzt erstmal daran, dass Elvina hier wieder schnelle Schritte macht. Der Mann hat echt Körner für zwei. Das ist Wahnsinn. Jetzt ein Diagonalball auf Zander, auf die rechte Seite raus. Der im Doppelpass mit Hennings, dringt jetzt in den Schlafraum ein. Das muss Elfmeter geben. Und das gibt Elfmeter. In der 86. Spielminute es Elfmeter für den SVS. Aber ja. Warum? Na, weil das war gar nicht schlecht gespielt. Dieser Doppelpass zwischen Zander und Hennings hat einfach gezeigt, wie einfach es gehen kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wirkte ein wenig eingeschlafen von der Viktoria. Die hat das ein bisschen zu abgekühlt probiert zu verteidigen. Elvina hat sich sofort den Ball gegriffen. Er scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. In der Tat erstaunlich, dass keine routinierten Spieler wie Alex Mühling oder Rufen Hennings das übernehmen. Ja, der Deutsch-Kameruner anscheinend. Vielleicht ist er ja einfach ein super Elfmeterschütze. Der Einzige, der noch was sagen wollte, war Burcu, aber ich glaube, da hat dann doch Elvina die Möglichkeit, den Vorzug zu erhalten. 87. Minute, Frank Elvina gegen Kevin Rahut. Rahut steht auf der Linie, hat die Arme nach oben gestreckt. Elvina ist sich nicht sicher, ob der Schiedsrichter das Spiel bereits freigegeben hat. Jetzt läuft Elvina an und zieht einfach ganz humorlos in die Mitte, halb hoch. Anschlusstreffer noch einmal für den SV Sandhausen. 2:3 hier in der 87. Minute durch diesen Foul-Elfmeter von Frank Elvina. Ich muss ja sagen, ich halte es da ja gerne mit unserem lieben Reporterkollegen Daniel, der sagt, wir brauchen altersgerecht keine Spannung mehr bei den Spielen. Jetzt ist leider doch kurz vor Schluss nochmal Spannung drin. Ja gut, da müssen wir jetzt durch. Und durch müssen wir jetzt auch dadurch, dass der weite Ball von Chris Träger auf dem Kopf, auf der Brust von André Becker ankommt. Der tritt dann leider auf den Ball und verliert ihn so an Max Geschwill. Geschwill wechselt die Seite, nimmt auf der linken Seite Jonas Weig mit. Ja, der spielt tatsächlich auch noch mit, geht weiter auf Elvina. Elvina auf der linken Seite dribbelt in Richtung Strafraum. Koronkiewicz stellt sich ihm nicht entschieden genug entgegen. Burcu ist das, der da im Strafraum zunächst zurücklegt auf Jonas Weig. Weig mit der Flanke in die Mitte. Da ist André Becker als Turm in der Schlacht. Geht zunächst mal raus. Hennings holt sich den zweiten Ball, spielt kurz auf Luca Zander. Dem spitzelt Chris Träger, glaube ich, den Ball vom Fuß. Was für ein geiler Ball. Dann weit nach vorne, ganz egal. Da kommt Nikolai Rehn fast 40 Meter aus seinem eigenen Kasten raus, um den Spielaufbau der Sandhausener sofort wieder zu beschleunigen. Geht weiter auf Max Geschwill. Geschwill auf die rechte Seite auf Luca Zander. Zander jetzt setzt er an zu einer Flanke. Die kommt leider für uns zum Glück nur auf den Kopf von Stefano Russo. Den zweiten Ball holt sich allerdings Knipping. Der auf die linke Seite gibt und sofort in die Mitte des 16ers drängt. Da kann aber Moritz Fritz die Flanke zunächst mal rausklären. Und dann den zweiten Ball holt sich Brian Henning. Schlägt in den Mittelkreis. Da nimmt Max Geschwill den Ball. Naja, halb mit der Brust, halb mit dem Arm an. Der Schiedsrichter lässt das mal durchgehen. Geht weiter auf Weig. Weig bringt den Ball wiederum weit. Und das war ein bisschen arg überhastet. Denn der Ball fliegt an Freund und Feind vorbei. Bis ins Seitenaus. Einwurf
für die Viktoria, denke ich doch. Ja, genau. Alter, Sochu Horn kriegt gerade einmal richtig eine ab von Brian Henning, der dann nicht wirklich versteht, was Sochu Horn da vorne spielen möchte. Schießt auch gegen Olaf Janssen, wenn ich das so gesehen habe. Anscheinend gibt es eine taktische Abstimmungsproblematik. Der Ball ist mittlerweile wieder im Spiel. Becker gegen zwei, verliert die Kugel gegen den zweiten. Somit hat jetzt Fuchs den Ball und viel zu viel Zeit. Wieso greift Becker da nicht an? Jetzt kann er den Diago spielen. Auf die linke Seite zu Jonas Weig. Weig gegen Koronkiewicz. Spielt dann Evina. Evina sucht wieder Weig, aber da kann Koronkiewicz dazwischen halten. Und jetzt wird der Ball wieder hoch und weit rausgeschlagen. Es ist Sochu Horn gegen Max Geschwill. Aber Geschwill kann natürlich den Ball zu Rehnen unterbringen. Und der Torwart spielt an seinen Kapitän Tim Knipping. Knipping spielt jetzt am Mühling. Der steht alleine im Anstoßkreis, sucht Fuchs, findet Fuchs auf der rechten Seite. Der spielt noch weiter rechts auf Zander. Zander könnte eine Reingabe machen. Nein, wird von Mai geblockt und spielt deswegen nochmal lieber zurück auf Geschwill. Geschwill spielt links raus auf Weig. Weig auf Evina. Evina findet Burcu auf der linken Seite, kurz vor der Torlinie. Burcu. Komm schon dran jetzt. Ja, kann den ersten Ball blocken und gewinnt danach den Ball. Koronkiewicz klärt ihn dann raus. Becker versucht ihn zu erlaufen. Da ist aber links Jonas Weig schneller. Spielt zurück auf Nikolai Rehnen, der wieder sehr, sehr weit im eigenen Strafraum enteilt ist. Fast im Mittelkreis befindet er sich jetzt schon mit dem Ball. Jetzt ist er sogar mit dem Ball im Mittelkreis, schlägt den Ball dann weit nach vorne in Richtung des Strafraums. Da ist Tim Knipping längst vorne drin. Der Ball kann allerdings von der Viktoria rausgeklärt werden. Den zweiten Ball klärt Handle bis zu Max Geschwill, der längst der letzte Feldspieler der Sandhausener in der eigenen Hälfte noch ist. Spielt zurück auf Nikolai Rehnen. Rehnen gibt in den Mittelkreis auf Alex Mühling. Wir sehen unten angezeigt, 5 Minuten Nachspielzeit gibt es hier noch zu überstehen. 3:2 führt die Viktoria hier im GP-Stadion am Hartwald beim SV Sandhausen. Der Ball jetzt ins Seite ausgeklärt. Einwurf für Sandhausen in Person von Jonas Weig von der linken Seite. Ja. Ball wird ins Spiel gebracht, ist bei Alexander Mühling. Mühling kriegt nur Geleitschutz von Becker. Kann den Ball zurückspielen auf Evina. Der hat ein bisschen Platz. Zieht einfach mal ab. Und das wird gefährlich für alle Leute, die hinter dem Tor stehen von Kevin Rauhut. Ich glaube, er hat so Reihe 9, Platz 84 getroffen. So ungefähr, ja, ganz genau. Aber da waren echt ein paar Meter Unterschied noch zu da, wo dieses 7 Meter lange Tor steht. Kevin Rauhut hat alle Zeit der Welt auf einmal, um diesen Abschlag zu machen. Soll es ihm verdankt sein. Wir sind in der 91. Spielminute. Ich erinnere mich super gerne immer in diesen Momenten an den ehemaligen FC-Torwart Farid Mondragon zurück, der in diesen Minuten immer unglaubliche Schulterschmerzen entwickelt hat in diesen Spielsituationen. Das ist zumindest bei Kevin Rauhut bis jetzt offensichtlich nicht der Fall. Hat sich aber trotzdem sehr viel Zeit gelassen mit diesem Abstoß, den er jetzt ausgeführt hat. Und jetzt haut er die Pille einfach nur hoch und weit, fast in den Strafraum des SVS. Rehnen kann den Ball aufnehmen, wirft ihn ab zu Geschwill. Geschwill findet auf der rechten Seite Alexander Fuchs, der hat so richtig Platz in seiner eigenen Hälfte. Nur Becker ist bei ihm. Ja, spielt einen Ball ungefähr 10 Meter vor den Strafraum. Und da ist der Kevin Viktoria, Rauhut. Aber die Weiterleitung kann von Kevin Rauhut begraben werden. So, der und lässt sich jetzt natürlich wieder ein kleines bisschen Zeit. Ja, er lässt sich aber nur ein kleines bisschen Zeit. Ich kenne da auch Leute, die bleiben erstmal noch eine halbe Minute auf der Liegewiese. Richtig, Abschlag aus der Hand, wiederum ganz weit in die gegnerische Hälfte. Der Ball titscht kurz vor dem Strafraum von Nikolai Rehnen aus. Da gab es noch ein Laufduell von Sokjong und Alexander Fuchs. Im Endeffekt sind die beiden nicht in Ballnähe gekommen. Ganz anders als Luca Zander, der jetzt mit dem Ball die Mittellinie überquert, auf der rechten Außenbahn einen Diagonalball auf Franck Evina versucht. Evina springt unter dem Ball durch, deswegen kann Koronkiewicz den Ball vor Weig erlaufen, dringend jetzt auf der rechten Seite, aber kriegt den Ball leider nicht, denn da war Evina dann doch noch einen Schritt schneller, kann zurückspielen auf Rehnen. Erneut Sandhausen mit dem Spielaufbau. Rehnen wiederum weil aus dem eigenen Kasten, spielt den Ball weit nach vorne, da ist Chris Krieger der Turm in der Schlacht. Den zweiten Ball holt sich Becker, klärt nach vorne. Hong kommt nicht in das Duell mit Geschwill. Geschwill köpft zurück auf Rehnen, der schon längst nicht mehr oder schon lange nicht mehr seinen eigenen 16er von innen gesehen hat. Ja. Immer nur noch die Bälle, die von der Viktoria rausgeklärt werden, zurück in Richtung Viktoria-Tor klärt. So, jetzt haben wir Hong im Duell mit Geschwill. Die beiden rasseln da aneinander, aber zum Glück für keinen von beiden mit irgendwelchen körperlichen Folgen. Burcu jetzt auf der linken Seite im Zweikampf mit Handle, bringt den Ball dann aber auch vollkommen ungezielt und ungenau in den Strafraum. Der Ball trudelt ganz normal ins Tor aus und die Viktoria hat da jetzt natürlich auch wirklich keine Hektik. Michael Schulz oder nein, war es Moritz Fritz? Moritz Fritz war es, der da kurz mal überlegt hat, den Abstoß zu übernehmen, hat es dann doch Kevin Rauhut überlassen. Rauhut tritt da jetzt nochmal den Rasenplatt. Ja, der hat sich auch wirklich fies gelockert an der Stelle. Ja, jetzt gibt es die gelbe Karte, die erste und einzige gelbe Karte, die es wahrscheinlich in diesem Spiel geben wird. Es ist die 94. Spielminute und Kevin Rauhut holt sich gelb ab. Ich bin überhaupt kein Fan von so taktischen Sachen, aber in dem Fall muss ich sagen, wenn du eigentlich
die Nummer 2, wenn nicht die Nummer 3 bist, sogar bei der Viktoria. Und da hast du mal deine ein, zwei Spiele, die du Ben voll vertreten kannst. Dann kannst du dir auch in diesem, bei diesem Spielstand zu dieser Zeit die gelbe Karte abholen. Der Ball mittlerweile wieder beim SVS. Burcu auf der linken Seite, 40 Meter vom Tor der Viktoria. Läuft an. Zieht noch mal ab. Und, was für eine Parade, muss man ja fast sagen, von Michael Schulz, wie er da mit dem Kopfball geklärt hat. So, der Ball jetzt nochmal im Mittelkreis. Geschwill spielt auf die linke Seite nochmal. Da ist keiner, außer die Hereingabe. Wieder wird Krieger rausköpfen. Jetzt kann der Ball vielleicht mal dingfest gemacht werden vorm 16er. Aber Niklas Meister. Und dann ein fieses Foul von Lukas Zander. Und das gibt dann tatsächlich doch auch nochmal die gelbe Karte. Das war schon richtig übel, wie er da Niklas May zu Fall gebracht hat. Und ja, man muss es ganz klar sagen, Niklas May, der liegt da jetzt natürlich am Boden. Wir hoffen natürlich, dass er sich da auch nicht fieser oder größer wehgetan hat. Aber ja. Es ist die 95. Spielminute. Genau, du sagst es. Klar, hier wird jetzt auch noch eine Sekunde weiter nachgespielt. Was willst du dich da jetzt aufregen? Hennings und Knipping wollen hier noch irgendwie Chris Krieger erzählen, wie man einen Freistoß auszuführen hat. Der schießt den Ball einfach nur hoch und weit raus. Ball geht Richtung Becker. Becker holt den Einwurf. Sehr stark und gemacht. Und das soll es gewesen sein. Und das ist es auch. Nein, das ist nicht. Entschuldigung. Jetzt gibt es aber ganz große Tumulte da an der Reservebank mit Stefan Küsters, mit Markus Strenska, mit Olaf Jansen im Duell mit dem vierten Offiziellen. Egal, wie konnte das Spiel geht weiter. Evina ist auf der linken Seite. Angegangen von Handle, kann den Ball nochmal zurückliegen. Geschwill mit einer Reingabe. Die kommt gut, die ist drin. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. In der letzten Sekunde gleicht der SV Sandhausen hier aus und unsere Bank, man kann es gar nicht in Worte fassen, was da unten gerade passiert, beschimpfen den vierten Offiziellen aufs Wüsteste. Stefan Küsters muss sich richtig zurückhalten, um nicht vollkommen die Fassung zu verlieren. 96. Spielminute. Man fasst es nicht. Drei. In der 95. Spielminute. Ja, und Küsters wird jetzt bestimmt auch noch. Torschütze, die Nummer. Richard! Ja, jetzt gibt es noch Gelb für Stefan Küsters, der auch jetzt wieder. Man merkt richtig, wie er unter Strom steht und sich überhaupt nicht beruhigen kann. Nee. Jetzt ist, glaube ich, Florian Brabant ist das, der jetzt noch mit dem Schiedsrichter diskutiert. Ja. Aber was willst du machen? Nee, im Endeffekt zählt das, was auf dem Platz passiert. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also einfach, dass die Taktik ist, die letzten 10 Minuten jeden Ball einfach nur noch rauszukloppen und dann keine Idee zu haben, was man mit dem Ball eigentlich noch machen möchte, das finde ich dann schon ein bisschen interessant. Das hat sich gerecht. Das kann man definitiv sagen. Ja, das hat sich gerecht. So, es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit hier. Becker legt den Ball weiter auf Mai. Mai ist auf der linken Seite, könnte jetzt noch eine Reingabe machen. Findet Handle. Handle ist 20 Meter vorm Tor. Spiel nochmal links raus auf Mai. Mai, wird es eine Reingabe geben? Oh, das sah nach Handspiel aus, aber er kriegt eine zweite Möglichkeit. Nee, schafft das nicht, hier dran vorbeizukommen. Und jetzt ist es vorbei. Boah. Mit 3:3 trennt sich der SV Sandhausen und Viktoria Köln. Ein Spiel, was die Viktoria eigentlich schon eingepackt hatte. Und dann kommt es zu einer großen Verwirrung, als kurz vor Schluss der Ball gefühlt im Aus ist. Und die Viktoria meint, es gab ein Handspiel und deswegen einen kurzen Sekunde nicht darauf achtet, was eigentlich passiert. Das nutzt der SVS und kann das Spiel schnell machen. Und dann geht der Ball doch noch irgendwie ins Tor. Und so geht es zum 3:3. Ja, und wie man es so merkt, wenn man dann es doch schafft, in letzter Sekunde gegen den vermeintlich Schwächeren noch den Ausweg zu machen, dann sind Fans auch die Ersten, die uns den Stinkefinger zeigen. Ganz genau, die jetzt meinen, hier ganz groß den Bagger aufreißen zu müssen. Okay. Aber es ist okay. Da können wir drüber stehen, das soll uns egal sein. Ja, es ist im Endeffekt ein Punktgewinn, der sich wie eine Niederlage anfühlt. Das muss man leider so sagen. Das muss man leider dadurch, wie es im Endeffekt hier zustande gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass wir hier einen Punkt holen, hätte ich das sofort unterschrieben. Auf jeden Fall. Insofern, ja, was soll man sagen? Es ist ärgerlich. Es ist, ja, wie kann man jetzt über verdient oder unverdient sprechen? Also, wir haben mit Sicherheit das geschickter gemacht, das auch teilweise besser gemacht. Aber was natürlich vollkommen berechtigt ist, was du auch gesagt hast, diese
diese letzten 10 Minuten, diese letzte Viertelstunde, dieses wirklich nur noch die Bälle hinten rauspöllen und überhaupt selber gar nichts mehr spielerisch zu versuchen, das kann sich halt leider rächen und das hat sich jetzt in diesem Fall auch gerecht. Ja, ich meine, klar, du hast natürlich das Problem, du verlierst Lorch, der da vorher in der Innenverteidigung alles zusammengehalten hat. Das wäre natürlich ganz anders gekommen, wenn der sich nicht verletzt hätte. Aber auch so, ich meine, eigentlich hatte man Sandhausen super unter Kontrolle. Dann das Spiel so abzugeben, ist natürlich bitter. Ich meine, auf der anderen Seite, wir nehmen hier einen Punkt mit. Das ist okay gegen den Absteiger hier so. Wenn auch bitter am Schluss und in letzter Sekunde, dann dennoch einen Punkt mitzunehmen, ist wirklich in Ordnung. Ja, für Sandhausen ist es ein moralischer Sieg, das kann man ganz klar sagen. Das wird ihnen Auftrieb geben für ihren Weg. Für uns sollte das aber trotzdem auch Auftrieb geben, dass wir uns hier so stark präsentiert haben bei einem Verein, der letzte Saison noch zweite Liga gespielt hat und vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Jahre davor zweite Liga gespielt hat. Ja, wir treten jetzt die Rückreise nach Köln an. Am Dienstag gibt es Rex die Chance auf Wiedergutmachung. Wenn man das überhaupt so sagen kann, Wiedergutmachung nach einem 3:3 auswärts unentschieden. Also Wiedergutmachung in dem Fall, dass wir die Möglichkeit auf 3 Punkte haben. Um 19 Uhr ist der FC Ingolstadt zu Gast und in Wochenfrist. Da reisen wir nach Mannheim, direkt hier quasi wieder in die Nachbarschaft, um beim SV Waldhof Mannheim den nächsten Anlauf auf einen Auswärtsdreier zu nehmen. Da gibt es auch einen Fanbus, für den ihr euch anmelden könnt. Kontaktiert unsere Fanbeauftragte Heike Weisweiler gerne per WhatsApp, per SMS, wenn ihr die Nummer habt. Ansonsten gerne per E-Mail an fanbeauftragter@victoria1904.de. Jakob, was verbleibt uns zu sagen? Wir machen uns auf die Heimreise. Mit einem Punkt im Gepäck. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Herzrasen und Spannung in einem. Es war auf jeden Fall ein Abenteuer, hier im GP-Stadion am Hartwald zu Besuch zu sein. Das stimmt. Das hat mir auch besonders Spaß gemacht, mit dir zu machen, Chris. Gleichfalls, danke schön. Dann verabschiede ich mich. Genau, wir verabschieden uns von euch, wie immer. Bedanken uns, dass wir in euren Ohren zu Gast sein worden, durften und verabschieden uns, wie immer, so wollte ich es sagen, mit den 3 magischen Worten und die lauten heute, wie an jedem anderen Tag auch. Tschüss, bis dann. Und noch einen Blick auf die anderen Plätze.